Hallo lieber Zuschauer von Druj bei FM, heute haben wir unseren sehr bekannten Gast, unserem Friedensfreund und Aktivist Overshatowa. Der ist erfolgreich aus einer Friedensfahrt zurückgekehrt aus Russland. Und heute wollen wir natürlich von ihm wissen, wie ist die Reise überhaupt möglich, wie ist es entstanden, wie war das, weil es waren, würde ich schon verraten, 3 Wochen Fahrt. Und wie fühlt er sich jetzt nach dieser riesige Reise in diesen nicht einfachen Zeiten. Hallo Overshadower und willkommen wieder zu Druj bei FM. Ich habe so ein bisschen schon gesagt, dass die Friedensfahrt stattgefunden hat. Kannst du ein bisschen uns sagen, wie ist es überhaupt möglich war in dieser Zeit? Und war das einfach jetzt durchzureisen oder war es doch so ein mummliches Gefühl, dass man in diesen kriegerischen Zeiten doch noch ein Friedenszeichen setzen möchte? Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Сергей! Голос Германии, die Geburtsstunde der Druschba. Ich habe all unsere guten alten 16er Requisiten extra aus dem staubigen Schrank geholt, Sergej. Das alte Shirt 2016, das habe ich von dir bekommen mit einem etwas anderen Design. After Prabek Samir. Das sagen die Russen, After Prabek ist wie eine Autorallye für den Frieden, unsere erste. Darauf stoße ich hier mit dem Kaffee auch nochmal an, Sergej. Druschba da draußen, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ja, gestern heimgekommen aus Russland, 3 Wochen Russland, gestern zurückgekommen, etwas müde, aber auch positiv aufgedreht. So ist man immer, wenn man aus diesem Land kommt. Und darüber reden wir heute. Und Sergej, deine Frage war, es war nicht einfach in diesen Zeiten. Es ist nicht so wie die anderen Druschba-Fahrten, die wir ja, also ich war 15 das erste Mal alleine, auch über deine Collection bei MTV. Dann ging es mit Rainer Rothfuss, Ken Jebsen und dir los, die 16er Fahrt, die wir ja gegründet haben. Und das war die große mit 265, dann 17 mit 385, 18 dann mehrere Gruppen. Ich, Vladivostok, Moskau, 19, 2 Wochen mit meiner Frau schon, die ich während der Druschba-Fahrt 18 kennenlernte, auf der Krim. Und dann war Pause. Ihr wisst warum. Das berühmte C-Thema. 2 Jahre war Druschba auf Eis gelegt, nicht freiwillig. Wir hatten eine große Brot- und Salztour vor. Das war wunderbar organisiert von den Leuten der Oder-Neiße-Tour, die auch am 9. Mai dann gemacht haben im Osten Deutschland. Das sind feine Jungs. Und das ist alles gescheitert. Das sollte ja Richtung Rote Platz, Moskau gehen, dass wir Deutschen dort mit einem alten W50 NVA-LKW, Nationale Volksarmee, alte DDR-Streitkräfte, mit so einem NVA-Back-LKW, wo ein extra Back, oh, das ist extra so ein Gerät drauf ist, dann wollten wir Brot backen für die Russen und Brot und Salz nach Russland bringen. Denn, Sergej, das ist gar nicht so ein nur alter russischer Brauch, Brot und Salz. Das ist auch ein alter deutscher Brauch. Früher gab es das nämlich auch in Deutschland und in alten deutschen Zeiten, dass man auch Gäste mit Brot und Salz begrüßt hat. Also auch wieder eine Gemeinsamkeit zwischen Russland und Deutschland, an die wir erinnern wollten mit Brot und Salz. 2 Jahre ging es nicht und jetzt plötzlich, einen Monat kann man fast sagen, 6 Wochen bevor wir losfuhren am 13. August, da war erst der Startschuss klar, dass es möglich ist, mit den Autos zu reisen nach Russland, weil bis dahin stand es immer auf der Kippe, es war sehr fraglich wegen der politischen, wegen der Ukraine-Krise im Moment und auf einmal war das Tor offen, wir konnten reisen, Visa beantragt, zügig, alles ganz normal, über eine Reiseagentur kriegst du dein Visum und dann sind wir losgefahren und in diesen Zeiten rüber, wir waren nur noch gegenüber 265 und 385 Leuten, damals waren wir eben nur noch 14 Leute, in 5 Autos. Das ist natürlich nicht so viel. Ja, warum? A, natürlich Hauptgrund, die politischen Zeiten. Die Leute haben ein bisschen Angst und Respekt. Es ist riskant, in diesen Zeiten darüber zu fahren. Wer weiß, was passiert. Und vor allen Dingen haben auch viele Bedenken. Wer weiß, was für Repressalien kommen, wenn man nach so einer Fahrt und Tour hier wieder nach Deutschland zurückkommt. Ich weiß es noch nicht, ob mein Konto noch funktioniert, ob meine Bank mich morgen rausschmeißt, ob meine Kunden mir sagen, wir wollen nie wieder was von Ihnen sehen, Herr Schadauer. Bis jetzt läuft alles normal. Heute war der erste Tag auf der Baufirma, alles läuft. Im Gegenteil, die Kunden wussten von meinen Mitarbeitern, dass ich im Urlaub bin in Russland und alle waren neugierig. Wie war es denn, Herr Schadauer, in Russland? Nun ja, ich werde das jetzt auch gleich erzählen, wie es war. Das geht so weit. Bedenken natürlich wie immer finanziell, man muss sich auch leisten können. Na, das ist, man kriegt ja nichts geschenkt. Viele denken ja, Putin sponsert uns seit 2016, aber leider nicht keine einzige Überweisung von Herrn Putin bekommen, auch nicht vom Kreml.
steht nirgends irgendwie als Spender da. Nein, alles selbst finanziert, so wie jeder für seinen Urlaub irgendwie was zusammenkratzt, haben diese 16 Leute ihr letztes Hemd gegeben. Und deswegen habe ich ja auch ein altes Anziehungsjacke, weil mein letztes Hemd, das neue, musste ich ja weggeben für die Fahrt. Ich kann nur noch alte T-Shirts tragen. Also mit eigenen Mitteln, aus eigener Kraft, mutige 16 Leute, muss man einfach sagen, mutig in dieser Zeit durch Polen, die baltischen Staaten zu fahren nach Russland. Also du hast ja gesagt, ihr seid durch Polen gefahren. Wie genau war die Route und welche Grenzen habt ihr dann überquert? Genau, jetzt kann man ja die Route verraten, Sergej. Jetzt kann uns ja keiner mehr überfallen. Weil wir wollten noch letztes Mal wurden wir noch nicht verraten, ja. Richtig, naja, jetzt könnte man sagen, die haben so viele Räuberfilme gesehen, aber es passieren im Moment viele Dinge. Ihr habt gehört, Journalistenmorde von russischen Journalisten. Also so ganz ohne ist es nicht, durch die baltischen Staaten, Polen, Litauen, Lettland und Estland zu fahren. Das ist, da ist man nicht überall willkommen als Freund Russlands. Ja? Also haben wir auch unsere Autos nicht wie früher gleich mit den Magnettafeln und mit Fahnen geschmückt und sind durch die baltischen Staaten gefahren. Wer weiß, wer einem mal an der Kreuzung gegenübersteht oder neben einem steht. Und wie gesagt, das wollte man nicht riskieren. Man muss ja auch nicht irgendwo provozieren. So kann man es ja auch nennen. Also sind wir quasi inkognito durchgefahren. Wer allerdings Schadauers alten Benz kennt, der jetzt die 500.000 Kilometer demnächst hat, der weiß, da kann ich nicht viel tarnen. Der ist nun mal doch auffällig. Aber alles war gut. Bis jetzt kein Kratzer hin und zurück. Alles hat gut geklappt. Du hast nach dem Punkten nach der Strecke gefahren. Wir haben uns in Chemnitz mit Thomas von Eingeschenkt TV getroffen. Der hat uns Kameras mitgegeben. Und da sind wir von Chemnitz rüber, nicht, also unweit der Grenze, gleich eigentlich das erste Hotel auf polnischer Seite nach Bautzen, wenn man dann weiterfährt. Und dann diagonal von Südwest Richtung Nordost Polen gefahren, an Lodz, an Warschau vorbei. Und dann kurz vor der litauischen Grenze haben wir ein ganz tolles Hotel, muss ich sagen, tolles Hotel in Polen erwischt. Übernachtet und dann ging es am nächsten Tag durch Litauen und dann haben wir in Lettland übernachtet, am letzten Eck von Lettland, weil dann fährt man nur noch 1,5 Stunden bis zur russischen Grenze über einen Zipfel Lettland nordöstlich und dann ein kleines Stückchen Estland und dann ist man an der russischen Grenze in Estland. Wir haben die estische Grenze bevorzugt, weil dort hörten wir am wenigsten von Repressalien, von Leuten, die darüber gefahren sind. Wir haben ja mittlerweile viele Kontakte über Telegram, über alle sozialen Netzwerke und da waren alle auch immer nett und haben uns versorgt. Irgendwie Leute schrieben dann, Freunde sind vor einer Woche darüber gefahren, Litauen. Die anderen schrieben, in Lettland haben wir 13 Stunden gestanden. Der nächste schrieb, Estland war kein Problem. So haben wir uns ein bisschen orientiert mit deren Hilfe und sind dann Richtung Estland. Ich habe in Polen 100 € Strafzettel bezahlt. Wer da ein bisschen zu schnell fährt, den holen sie sich sofort. Deutscher Mercedes, der kann zahlen. Und was haben die Polen? Hast du Reparationszahlungen geleistet? Richtig, richtig. Ich habe mein, Sergej, genau. Ich habe meinen Beitrag schon bezahlt an Reparationszahlungen. Und weißt du, was die beiden polnischen freundlichen Polizisten sehr freundlich zuvorkommt? Wirklich nett. Und dann von beiden habe ich den gleichen Spruch gehört, als sie mir die Quittung für jeweils 80 und 20 Euro gaben, haben sie beide gesagt, it's a souvenir from Poland. Also ein Souvenir aus Polen. Sie waren freundlich, lächelten dabei. Ich habe zurückgelächelt. 100 Euro. Nun ja, was tut man nicht alles für Druschbar? Und durchgefahren weiter, ohne Probleme, gar nichts. Auch wir konnten da Russisch sprechen. Wir hatten die Julia, eine russische Dolmetscherin, die hat mit meiner Frau ganz normal in Lautstärke Russisch gesprochen, im Restaurant, in der Kneipe. Wir redeten über Russland, die waren alle peace, die Leute, alles gut, ist doch in Ordnung, kein Stress wegen Russland und so. Also nicht übertreiben. Das wundert mich doch. Ich glaube, unser Zuschauer auch. Von allem, wer deinen Benz noch nicht kennt, also du hast ja diesen, unser Friedensfahrtsymbol, dieses deutsch-russische Flagge mit Taube groß auf der Motorhaube und auch überall hast du große Schriften, Druschba und. Weil, also ich war ja vor 5 Wochen, glaube ich, bin ich ja polnisch-russische Grenze nach Kaliningrad übergefahren und da gab es auch eigentlich keine Probleme. Ich glaube, das ist wirklich die Mainstream-Meinung entspricht nicht der Volksmeinung wieder und ich glaube, die Polen sind auch nicht, also kein dummes Volk, dass sie alles glauben, was im Fernsehen läuft. Genau, so ist das, Sergej. Kann ich mehrere Episoden auch erzählen. Wir haben Weißrussen getroffen auf der Rückfahrt, kurz hinter der polnischen Grenze
Und da waren wir an einem Rastplatz, übrigens Rastplatz in Polen, kannst du nicht mit deutschem Autobahnrastplatz vergleichen, auch nicht die Autobahn. Jetzt komme ich mal gerade zum Ende der Tour, aber das ist eine wichtige Geschichte, bevor ich das vergesse. Also wer wissen möchte, welchen Wohlstand Deutschland einmal hatte und wie schön dieses Land mal war, der sollte nach Polen fahren. Das heißt, in Polen sind die Straßen top. Ich habe 500 Kilometer von Warschau bis Bautzen ran. Bautzen in Deutschland hatte ich dann sofort 2 oder 3 Baustellen. Kaum in Deutschland 2, 3 Baustellen. Tempomat und du kannst 130 durchfahren. 500 Kilometer. Vielleicht mal irgendwo eine Kleinigkeit, kurz mal runter auf 100, auf 80, aber direkt gleich wieder hoch. Aber sowas wie hier, diese 10 Kilometer langen 60er Autobahn, 80, gibt es dort nicht. Traumstraßen, riesige Autobahnkreuze, Top-Qualität und die Raststätten, ihr Lieben. In Deutschland ist das Frittenöl in den Raststätten so alt wie Deutschland. Also nach der... Mindestens. Oder ja, ist mindestens. Das alt aus also, Polen? Ja, also ich würde sagen, das ist sogar noch Vorkriegsfrittenöl. Ja, irgendwie hat das überwintert. Und das heißt, da schwimmen dann irgendwelche aus dem Tiefkühlfach geänderte, furchtbare Fleischfetzen drin. Es ist einfach, wer schon mal da gegessen hat, das sieht alles unansehnlich aus. Du siehst, dass es tagelang rein und rausgeholt wird aus dem Schrank. In Polen, gefrühstückt, ein Ei, gelb, lächelt dich ein Rührei an, als ob es Mama gerade eben aus der Pfanne geholt hat. Dazu Schinken, lecker, knusprig, braun, Kartoffeln, alles, was das Herz, alles sieht lecker aus. Und eine Salattheke für die veganen Freunde. Salat, 10 Sorten Salat, die nette Bedienung. Möchten Sie den Salat, den Salat? Ich wusste, ich habe gesagt, warten Sie mal, machen Sie mal langsam. Ich komme aus Deutschland, ich kenne so ein Angebot nicht, habe ich gesagt. Ich muss mich erstmal, ich kam mir vor wie im Intershop in der DDR, wenn du in so ein Westgeschäft gegangen bist und auf einmal geschockt warst, weil es hier alles gibt. Polen, Leute, hat uns sowas von überholt, was Wohlstand, Sauberkeit, Ordnung in Warschau. Nicht ein Drogendealer habe ich gesehen. Nicht an einer Ecke wurde, brauchst du, wie in Frankfurt oder in Berlin. Nix, alles sauber, ordentlich. Die Leute waren diszipliniert. Da hat ein Gitarrenspieler auf dem Marktplatz in der Altstadt in Polen gespielt. Mit seiner Akustikgitarre. Der ganze Platz war voller Leute. Alles Restaurants, alle aßen. Alle haben satt und gesund ausgesehen. Aber Ruhe war. Man hörte dem Gitarrenspieler zu. Da gab es keinen grölenden, besoffenen Bayern München. So, bist du oft genug am Frankfurter Bahnhof oder was? Na, du weißt doch. Ich kann es noch ergänzen, weil ich war jetzt in Kroatien. Ich bin vorgestern auch 1000 Kilometer am Stück gefahren. Von Kroatien und die schlimmsten Straßen sind in Deutschland. Sei es Slowenien durchgefahren, Österreich durchgefahren und auch die Hälfte von Kroatien. Klar, es kann sein, dass in der Städte nicht so gut ist, aber ich fahre ja auch Autobahn in Deutschland, Hauptader, ne? München und weiter. Und also von Frankfurt nach Main, München und ich bin auch vor 3 Wochen nach Berlin gefahren und auch auf einer Raststätte angehalten und du wirst nicht glauben, der Pommes war alle. Ja, Leute, da müssen wir uns dran gewöhnen, wenn wir auf einmal sagen, ich hätte gerne Milch. Nee, gibt's nicht. Also, mutiert, oder Butter. Mutiert Deutschland zur Sowjetunion. Hm? Kein Strom, ja. Kein teures Auto, kein Sprit, kein nichts. Sergej, und dann die, weil du gerade Sprit sagst, die Preise. Ne? Jetzt gestern getankt für 2 Euro, super. Und da in Russland hatte ich den Tank voll für 60 Euro knapp. Und hier habe ich 130 Euro den Tank voll. 130 zu 60. Klar, der Euro hat einen schlechten Kurs. Vor Jahren, weißt du noch, hatten wir 1 zu 78 und so. Das war natürlich schön für uns Deutsche. Ja, 78 Rubel ein. Aber jetzt sind wir 1 zu 60. Ja, also der Euro ist geschwächelt. Und dadurch ist das auch nicht mehr ganz so günstig in Russland, aber immer noch wesentlich günstiger. Polen auch günstig. Will nur sagen, ganz kurz, wer also einen schönen Urlaub, friedlich, keine Kriminellen, keine irgendwie, kein Unangenehmes in der Großstadt, sauber, ordentlich. Wer einfach mal zivilisiert und anständig schönen Urlaub machen will, sollte nach Polen fahren. Also kann ich nur empfehlen. Wir wollen auch wieder hin. Meine Frau war begeistert. Ich war auch das erste Mal in Warschau. Es ist ein Wahnsinn, wie schön diese Stadt ist. Früher in der DDR hätte uns einer gesagt, lass uns nach Polen fahren, Urlaub machen. Hätte man gesagt, mein Freund, mach mal langsam, ne? Ich will ja noch und so weiter, die Schuhe wieder zurück und so. Das war damals so. Also auch viele Vorurteile, aber war auch nicht so doll. Will nur sagen, Polen hat sich gemausert und die Polen machen eine andere Politik. Und ich will jetzt auch mal freundlich ausdrücken, wie soll man das nett sagen, ohne dass man jetzt gleich wieder angegriffen wird.
Es waren 99% Einheimische in Warschau und nicht eine Maske auf dem Gesicht. 99% Einheimische und nicht eine Maske und alles war irgendwie friedlich, schön, international, offen, junge Leute mit Skateboards im Park. Aber alles war, ich weiß nicht, es war nirgends so eine Aggressivität oder so eine kriminelle Energie in der Luft. Alles war Peace in Warschau, wie auch in Russland, davon reden wir gleich. Sergej, das nochmal so zur Grenze. Ich möchte auch noch zum Masken was sagen. Wie gesagt, ich war in Kroatien und die meisten Autos waren ja aus Deutschland und Österreich, noch ein paar Italiener. Also ich glaube, das halbe Deutschland war an dem Tag dort, also in der Woche, wo ich war. Und ich habe keine einzige Maske gesehen. Ja. Und dann fahre ich zurück und in Österreich, kurz vor der deutschen Grenze, FFP2 in Raststätten. Ich bin mir sicher, es waren dieselben Leute. Ja, auch so, heute Robert, wieder. Heute, wie war der Grenzübergang? Grenzübergang, genau, wussten wir ja auch nicht. Was machen die mit uns? 2016, Sergej, haben wir 8 oder 10 Stunden gestanden. Da hatte Eingeschenkt TV der Robert irgendwie das Auto nicht richtig angemeldet. Es war irgendwie auf seinen Vater. Und da wollen die genau wissen, der Vater hätte eine notariell beglaubigte Genehmigung schreiben müssen, dass der Sohn dieses Fahrzeug nach Russland fahren darf. Hat er nicht gemacht. Da stand die ganze Kolonne hinter ihm. 10 Stunden. 17, 8 Stunden, also immer sehr lang. Und dann dieses Jahr 6,5 Stunden, also quasi Verbesserung. 6,5 Stunden nur, davon aber die Esten am lockersten. Nur die Seitentür auf, also beide Fahrerseiten, ich habe ja 4 Türer, beide Seiten, den Kofferraum kurz, nicht Motorhaube, gar nichts. Ausweise, Papiere, alles klar, tschüss, gar kein Geschiss. Und dann kamen aber die Russen und die haben alles erstmal auspacken, alles. Da wurde zwar gesagt, das sollte organisiert sein. Da kommt einer, der weiß Bescheid und wir kriegen die Diplomatenspur, ist aber leider schiefgegangen. Hat nicht geklappt, also auch nicht alle Russen sind zuverlässig leider und das war nicht gut. 6,5 Stunden habe ich trotzdem zu denen, die das erste Mal dabei waren. Da waren noch Leute, die waren in DDR-Zeiten das letzte Mal da. Und 3 Leute, habe ich gesagt, ey, 6,5 Stunden, alles peace, alles gut. Also der war gut und jetzt reden wir gleich über den, damit wir es nicht zweimal machen, über die Rückreise, Grenzübergang, Sergej. Da haben wir natürlich gedacht, einige Medienberichte waren in Russland von uns zu sehen. Oh, wie werden uns die Esten jetzt empfangen? Wir haben gedacht, die Russen winken uns durch, danke, Druschba, alles gut. Wir stehen da, ganz wichtiger Fakt, wir sind an einer Kolonne vorbeigefahren. Ich habe da auch ein Video bei mir gemacht auf meinem Telegram-Kanal. Könnt ihr die ganze Reise, wer Lust hat, ne, Sergej, auf Schattauers Telegram-Kanal, ganz viele Stationen vom 13. 3 Wochen lang. Wer Schattauer kennt, intensive Berichte, Filme, Videos, Fotos, alles vom Feinsten. Ein Film wird auch noch kommen. Ich werde auch einen Song schreiben, wo das auch nochmal wieder mit Video reingetreten wird. Also es kribbelt in den Fingern, ein Lied wieder über Russland zu machen. Und da will ich sagen, Rückweg an einer Kolonne vorbei, LKWs. Und dann haben wir gefragt, mein Russisch ist ja wieder gut, Sergej. Ich habe ja durch meine Frau 4 Jahre Russisch. Nu ochen хорошо, конечно. Und also habe ich schnell da stand direkt, wo wir warten mussten, an den LKWs vorbei. Riesenkolonne LKWs, die taten mir so leid. Dann bin ich ausgestiegen und habe dann gefragt, сколько время они ждут здесь, да, граница? Was warten diese Fuhrleute, Fuhrwerk? LKW Fuhr, so einfach ist es. Fuhr ist der LKW. In Deutschland gab es früher das Fuhrwerk. Ne? Früher das Fahrwerk, Fuhrwerk. Fuhr, sagen die Russen. LKW, wie lange braucht man da? Dann sagt er, 7 Tage stehen die LKW-Fahrer, Sergej. 7 Tage an der estnischen Grenze. Also den letzten, den wir gesehen haben, der steht noch eine Woche da. Also wir reden jetzt hier, Sergej. Der steht noch bis Freitag. Ja, der steht noch bis Vielleicht haben die Russen einfach mal so ein bisschen zur Rache euch auch mal so ein bisschen angehalten, weil ihr wusstet noch nicht so richtig, wer ihr seid. Ja, so ungefähr. Pass auf. Und wir standen natürlich glücklicherweise PKW vorbei. Vor uns waren so 6 Leute. Und wir dachten, das wird jetzt schnell gehen. Wir waren 3,5 Stunden wieder, wie auch bei der Hinfahrt, wieder an der russischen Grenze. Und wir mussten noch mehr Sachen auspacken. Meine Frau, die Schminktäschchen auf. Und sogar ihre Handtasche. Und ich musste die T-Shirts, die im Koffer waren, einzeln so blam, 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 dass er sieht, dass da nichts zwischen war. Also alles kontrolliert, alles. Motor auf und nach hinten das Ersatzrad, wo es beim Mercedes braucht kein Ersatzrad. Muss ich auch nicht erzählen. So, jedenfalls, zack, aufmachen. Alles wollten die sehen. Ich habe Hanteln vom
von dem Großvater von Dilara, der hat mit so russischen Hanteln, so kleine, runde, geschweißte Hanteln, die fand ich so cool. Die Mutter ist gestorben, ja, das Haus wurde ausgeräumt. Ich habe gesagt, ich nehme diesen russischen Militärrucksack mit den Hanteln vom Großvater von Dilara mit. Ich habe jetzt so original russische, selbstgeschweißte Hanteln noch. Da wird Schadauer wieder ein bisschen was machen können. Sowjetische wahrscheinlich noch. Sowjetische mindestens, genau. Die habe ich jetzt da mitgenommen als Souvenir. Die haben sie auch aufmachen, die Russen. Was ist da drin? Ich habe dann gesagt, die hat mich angeguckt, das war eine Zöllnerin. Die hat gedacht, was ist das für ein komischer Klotz, dass er sich Hanteln mitnimmt, so uralte. Gut, wieder rein. Will nur sagen, alles kontrolliert, alles und bei allen 5 Autos 3,5 Stunden russische Grenze. Und jetzt dachten wir, was erwartet uns danach an der estischen Grenze? Alle so ein bisschen, oh Gott, wenn die wissen, Russen, und wir hatten ja noch Druschba-Pullover, alle so ein bisschen versteckt, so nicht so, dass man es sofort sieht, und Druschba-Shirts und so. Estnische Angst Grenze. Vom demokratischen Land oder was? Ja, 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 Sergej, so weit ist es mittlerweile. Genau, wir hatten natürlich viel mehr Bedenken Richtung Europa. Überleg mal, was für eine Welt. Hier, heute hast du Bedenken, wenn du nach Europa, Westeuropa fährst. Nicht wie früher Richtung Kommunismus. Oh Gott, was machen die? Heute kommst du aus dem Land, Russland, aus dem Osten und sagst, oh Gott, was wird der Westen mit mir an der Grenze anstellen? Eine völlig verkehrte Welt, das weißt du selbst. Will nur sagen, die Esten, nur die Seitentür auf, Kofferraum, mit der Taschenlampe reingeleuchtet. Danke, wieder schließen. 1 Minute, mehr nicht. Passkontrolle war dann das längste. Da brauchten sie immer so pro Person 3-4 Minuten. Die Lara und ich, wir waren nur zu zweit im Auto. Wir waren nach 6 Minuten durch Estland, Rückfahrt. Die anderen, je mehr sie, 3 Leute im Auto, und in einem Auto waren auch 4 bei uns. Die brauchten da natürlich 12 Minuten bzw. 10 Minuten, weil die Passkontrolle länger dauerte. Aber locker, Leute, locker durch. Was ist das, haben wir gedacht. Also kennt ihr das im Leben? Man macht sich Gedanken und denkt, das wird ganz furchtbar, dann wird es ganz locker. Und wenn du denkst, heute wird es bestimmt ganz locker, dann wird es ganz furchtbar. So ist dann das Leben, Sergej. Ja, ich habe das ja auch an der polnisch-russischen Grenze erlebt. Ich habe gedacht, die Polen werden uns zerlegen, weil ich habe das, glaube ich, 2018 erlebt, wo wir aus dem Kaliningrad rausgefahren sind, haben sie komplett das Auto quasi ins extra Garage, komplett ausgepackt, alles durchleuchtet, weil normalerweise, wenn man früher aus Russland gefahren ist, ne, haben sie ja Schmuggel vermutet. Zigaretten, was weiß ich, alles Mögliche. Ne? Oder aus Kaliningrad, also da gibt es ja dieses also Sonnenstein. Ne? Und mittlerweile war es ja so, dass die Russen auch bei Ausfahrten mehr Kontrolle gemacht haben als die Polen. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, vielleicht einfach mal, weil jetzt zu wenig Autos sind. Früher waren es ja mehr, ist die Stichkontrolle quasi öfters, keine Ahnung. Aber ihr seid trotzdem gut durch die Grenze hin und zurück. Was waren die Hauptroutepunkte in eurer Reise? Also, ich muss ja sagen, die Tour hinter der russischen Grenze in Opotschka, Pskov geht ja dann geradeaus zum Arthur, wo wir am Schluss waren, aber wir sind natürlich erstmal Südost gefahren, Opotschka hinter der Grenze. Wir haben das extra kurz hinter der Grenze gebucht, oder der Reinhold, weil wir wussten ja nicht, wie lange. Warten wir 10 Stunden, sind wir müde, schnell ein Hotel. Also ein einfaches, eine Kleinstadt, Opotschka, in Russland angekommen. Wir waren aber glücklich, froh, SIM-Karten getauscht, Geld getauscht. Auch da nochmal Riesendank und so weiter an Pskov und Arthur, der uns unterstützt hat, pünktlich. Das passt einfach. Das sind Leute, auf die kannst du dich verlassen. Toll. Da sind und aber dann, Bekanntschaften noch aus früheren Friedensfahrten. Ne? Also Arthur kennen wir ja noch vom Berlin-Fahrten. Das sind auch deine Connections. 2016 war ja Pskov die erste Station in unserer ersten Reise. Werden wir nie vergessen. Da hat ja Arthur auch alles organisiert für uns. Und jetzt war es die letzte auf der Reise. Pskov, habe ich mich riesig gefreut mit Arthur. Da werde ich erzählen, einen schönen Tag verlebt. Da mit meiner Frau Arthur und so. War wunderschön. Opotschka, und da trennten wir uns schon. Also wir sind wirklich nur gemeinsam über die Grenze gefahren, und danach war Trennung. Also danach sind die ihre Haupttour gefahren. Da ist das T-Shirt, da habe ich es hingelegt, mit der Rückseite vom T-Shirt. 13. August bis 4. September, Deutschland, Ostrow in Polen, Ostrow Mazowiecka in Polen, dann AP in Lettland geschlafen, Veliki Luki, Russland. Halt, da waren wir eben in Opotschka, nicht Veliki Luki. Die T-Shirts wurden vorher gedruckt, das wurde nochmal umgebucht. Tula, Voronezh, Wolgograd, Marx, Samara, Ulyanovsk, Nizhny Novgorod und Pskov, und dann wieder über Litauen, Lodz, Polen, Chemnitz.
Also, dass ihr nur seht, das war die Tour, die Haupttour mit 12 Leuten. Und dazu kam noch der Peter, der über Finnland mit seiner Frau schon irgendwie 2 Tage vorher angereist ist. Und die stießen dann zu dieser Truppe in Tula. Ich habe den gar nicht gesehen auf der Tour, denn nach Nizhny Novgorod, wo wir uns auch nicht mehr trafen, ist der Peter wieder nach Moskau mit seiner russischen Frau. Den habe ich gar nicht gesehen. Also die Lara, meine Frau und ich sind weg von Opotschka Richtung Nizhny Kasan. Und die Truppe hat sich dort getroffen. Wir wurden ergänzt durch den Peter und seine Frau. Die waren dann wieder 14 Leute, die diese Hauptroute gefahren sind. Ich mit meiner Frau, das wussten wir aber alle vorher, wollte nach Kasan. Die Lara war seit dem Tod der Mutter nicht mehr zu Hause. Es musste zum Notar musste sie leider gehen. Sie hatte nicht nur Urlaub, hatte viel Ärger da mit Notar. Und da waren Fehler in den Unterlagen, musste nochmal hin. Sergej, wer die russischen Behörden kennt, weiß, wie nett und freundlich und mit einem Lächeln, die einen erwarten, wenn man da was möchte. Das heißt, es war für sie ein bisschen stressig, der Urlaub. Ich konnte mich entspannen, weil da habe ich mal mit Freunden mich getroffen, mal da gewartet, im Pool gewesen, im Hotel. Also für mich war es Urlaub. Und wir sind also da in Nizhny Novgorod gefahren. Und dann würde ich sagen, erzähle ich von meiner Tour. Vielleicht kommt ja irgendwann noch sicherlich jetzt die Tage ein Interview. Morgen zum Beispiel bei Rhein-Main-Gedanken. Da sind der Reinhold, der Thorsten Blechkopf, auch ein Druschbar-Fahrer und ich zu Gast, reden über die Tour. Und bei Norbert Fleischer, nur wieso, auch zu Gast. Du weißt, Sergej, Schadauer macht seit er denken kann, immer Werbung für alle Medien, KenFM, eingeschenkt, nur wieso, bababab. Golos Germani, immer die ganze Breitseite. Das ist mein Stil, den behalte ich auch bei. Du hast ja über Straßen in Polen gesprochen, in Deutschland. Wie sind die Straßen jetzt in Russland? Weil von allem, du warst ja schon vorher, jetzt ist nach Corona-Krise, jetzt ist diese Militäraktion, sieht das jetzt schlechter aus, besser aus, gleich? Alles gleich, alles geblieben und natürlich einige Abschnitte, denke ich, seit, wann waren wir, 19 auf der Krim und in Russland war ich ja auch das letzte Mal 18, Wladiwostok, Moskau. Ich weiß zum Beispiel, dass damals die Baustellen, als ich mit Ernest da lang gefahren bin, 18, die 10.000 Kilometer, da weiß ich, da waren zum Beispiel hinter Kasan Richtung Nizhny keine Baustellen. Da sind wir super durchgefahren und diesmal, als wir von Nizhny nach Kasan fuhren, riesenlange Baustellen. Also die Russen bauen da jetzt auch aus, diese M7, legendär, die E22 M7, Wladiwostok, Moskau, die bauen und bauen und da, wo es fertig ist, ein herrliches Fahren. Wo es nicht fertig ist, ist es noch ein bisschen so wie hier in Deutschland, Sergej. Ja, genau. Ja, aber genau. Weißt du, wenn Deutschland jetzt Richtung Sowjetunion mutiert oder degradiert oder regiert wird, dann ist es ja schlimmer als in Russland, weil in Russland hast du immer noch Ressourcen, aber hier nicht. Genau, das ist ja dieser Wahnsinn. Da kannst du immer noch irgendwas tun. Was haben dann die anderen Friedensfahrer gemacht auf ihren Tour? Na, die waren, will ich mal sagen, mehr missionarisch unterwegs in der guten alten, Entschuldigung, ich esse hier noch meine Lieblingskekse, komme gerade von der Baustelle, bin jetzt gerade rein, ein bisschen Futter muss ich nebenbei nehmen, nicht sauer sein. Die haben ja so mehr diese, sag ich mal, bisschen mehr politische Mission gesehen, Druschba, Freundschaft an vielen Ehrenmal, also vor allem Stalingrad, Wolgograd war das Highlight, da wollten sie hin. Von Reinhold ist dort der Großvater begraben. Also Reinhold ist ja der Feindchef. Und der war ja schon mal da, aber er wollte nochmal hin. Und gerade jetzt ein Zeichen setzen, Stalingrad, deutscher Soldatenfriedhof. Nochmal an das Leid erinnern, an dieser Riesen, an den Mamajew-Hügel da, diese Riesen Mama Rodina. Da Blumen niederlegen mit offiziellen Vertretern, mit Presse, mit Fernsehen, mit Rundfunk. Die waren alle da. Das sind die Bilder, die wichtig sind, die die Deutschen als Signal Richtung Russland senden wollen. Es sind nicht alle Deutschen so wie unsere Regierung. Es sind nicht alle auf der Seite der Amerikaner und der ukrainischen Marionettenregierung. Es gibt auch noch vernünftig denkende Menschen, die auf der Seite der russischen Menschen sind, die für Frieden, Freundschaft werben. Denn das ist alternativlos, muss ich nicht nochmal sagen, Sergej. Frieden und Druschba, Freundschaft, ist alternativlos. Wir sind Nachbarn. Jeder hat eine Wohnung, jeder hat einen Nachbarn hier, der jetzt hier zuschaut. Und stellt euch vor, ihr schreit jetzt rum und sagt, ich will nie wieder mit dem Nachbarn hier, der neben mir wohnt, unmittelbar, also Europa-Grenze, Riesen-Russland, ein Riesen-Nachbar. Und du sagst, für immer will ich mit dem nicht reden, eine Mauer bauen, wir wollen nie wieder mit denen zu tun haben. Da kriegt man doch Bauchschmerzen. Da ist dann auf einmal kein Gas mehr da, kein Öl. Nicht nur das, das macht einfach keinen Spaß. Kennt ihr das? Wenn man Dauerstress an einer Grenze hat, also irgendwie auch in der Firma mit irgendwem,
Wer möchte denn so leben? Also jetzt mal so einfach vom Menschlichen ausgehen. Man möchte doch in seiner Umgebung, und dazu gehört Europa, Russland, die Eurasische Platte, man möchte doch auf einem Kontinent mit seinem Nachbarland Russland, dem größten noch dazu, in Frieden leben, in Harmonie. Ich kann mich noch erinnern, es macht immer mehr Spaß, sich mit Freunden zu umgeben, als wenn man denkt, das ist mein Feind und da hat man Bauchschmerzen und es geht einem nicht gut. Und wie gesagt, irgendwann kann man seine Stromrechnung nicht bezahlen, sein Gas. Man muss doch alles mal ein bisschen überlegen. Und deswegen sind die losgefahren, haben also mehr diese Mission von einem Denkmal zum anderen. Wir waren ja 16 auch so und 17. Und der Schattauer, das Sergej, hat die andere Art gemacht. Ich wollte den Leuten bisschen mehr diese, wie es heute Russland, die moderne Seiten, bisschen touristisch, dass man auch sagt, ey, ich fahre mal nach Russland, auch mal um mir das und das anzugucken, was man nicht kennt, rings um Kasan, Menschendialoge. Ich habe ja ein paar Interviews gemacht mit ein paar Leuten, die mal angesprochen. Habe natürlich auch nicht die Sprachbarriere. Das ist schon dann viel leichter, wenn du einfach auf Leute zugehst, auf Russisch. Ich wollte so ein bisschen, du kennst den Schattauer, bisschen locker, bisschen lässig, mit Spaß. Druschbar muss ja auch Spaß machen, Sergej, und nicht nur mit ernster Miene Blumen niederlegen an jedem Ehrenmal. Auch wichtig. Also ich finde das gut, wie wir das gemacht haben. Die eine Seite, die ernsthafte Seite Druschbar und unser eins, der Schattauer kennt. Bisschen Action, bisschen locker, können wir gleich drüber reden. Wie hast du denn die Einstellung der Russen empfunden? Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass du also viel Gespräche geführt hast, viel unterwegs gewesen, ist eher so entspannt, urlaubstechnisch. Sind die jetzt, du hast ja einen Vergleich mit anderen Reisen, sind die jetzt anders eingestellt zu Deutschland? Wollen sie auch jetzt Reparationen haben wie Polen? Das hat nicht einer gesagt. Immer wenn du, das hat sich nicht geändert. Kaum sagst du, du bist aus Deutschland, kommt, oh, Deutschland, Germani, oh, Daumen hoch, oh, Moidrug und ich war in Magdeburg. Und dann kommt meistens die älteren Herren, ziehen dann hier, krempeln den Arm hoch und dann haben sie hier eine Tätowierung, eine Nummer, aber nicht so, was ihr jetzt denkt, eine gruselige Tätowierung aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja furchtbar. Die haben als Soldaten auch eine Nummer tätowiert gehabt. Die waren in der NVA quasi stationiert in der DDR und die haben alle eine tätowierte Nummer, na, damit sie nicht wegrennen irgendwann, ausbüchsen, dass man weiß, wo sie sind. Und die krempeln dann immer gleich die Arme hoch, die Jungs, und sagen Magdeburg und dann Thüringen und also herrlich immer, wenn sie dann so diese im russischen Akzent die Städte nennen und dann ist immer alles cool und Grüße und viele erzählen auch, dass sie Verwandte haben, Sergej. So wie du ja auch hier bist. Das heißt, da sind russlanddeutsche Russen, die noch sagen, Familie, mein Sohn ist da, meine Tochter studiert da, mein Bruder lebt dort. Also sofort kommt immer dieses, viele haben eben Drähte, private Drähte Richtung Deutschland. Hast du Immer. auch so ein Gefühl, dass wenn gerade diese Drähte nicht wären, von der russischen, postsowjetischen Seite, von Russlanddeutschen, die jetzt viele Verwandten haben, dann hätte man Deutschland viel einfacher zum Krieg zwingen können? Kann natürlich sein, dass dadurch auch glücklicherweise durch diese Kommunikation über alle Familiendrähte und Netzwerke natürlich auch glücklicherweise nicht nur die Nachrichten, die offiziellen an die Ohren der Russen kommen, die haben ja auch eine Propaganda, weißt du, jedes Land macht Propaganda, Sergej. Das heißt, die haben auch eine Propaganda, da kommen ja dann auch Sachen, wo die vielleicht denken, oh Gott, die Deutschen, Scholz und Baerbock, ist ja furchtbar. Nee, die hören dann auch von ihren Leuten. Moment mal, Moment mal, hier sind viele Deutsche, die noch vernünftig sind. Also ich hoffe, dass das auch erzählt wird von den Russlanddeutschen. Bin ja jetzt keiner. Ich weiß nicht, ob du auch mal sagst, hey, langsam, hier sind auch ein paar vernünftige Leute. Also ich denke schon, dass das rüberkommt. Und jetzt war eine Statistik vor kurzem, immer noch 78% wollen keinen Konflikt mit Russland. Das hat mich sehr beruhigt. Also Hoffentlich ist es so. wenn wir diese Krise friedlich überstehen, dann muss man den Herr Kohl, den Ex-Kanzler, mal einen Friedensnobelpreis schenken, weil er hat die Russen, Russlanddeutschen nach Deutschland geholt. Also So der hat ungefähr. diese Brücke verstärkt. Genau, das kannst du auf jeden Fall sagen. Und ich sage nochmal, Sergej, du weißt ja, was hier für eine Kakistokratie gerade herrscht. Die Kakistokratie, wer immer wieder fragt nach so einem Ding unter YouTube, was ist das, ist die Herrschaft der Schlechtesten, in der wir gerade leben. Die schlechteste Regierung, die wir je hatten. Ich sage jetzt auch, mein Gott, waren das noch gute Zeiten, das glaubt mir jetzt keiner da draußen, mit Frau Merkel. Waren das noch gute Zeiten mit einer Frau Merkel, die noch ein Rest Vernunft hatte im Umgang mit Russland. Immer noch Rest Vernunft, denn sie war ja Schülerin von Kohl. Kohl, Bruder im Krieg gestorben.
Kohl wollte keinen Krieg, keinen Stress mit Russland. Was unser Problem ist, Sergej, die Generationen sterben aus, die Krieg erlebt haben. Mein Vater ist 82, 40 geboren, der hat noch die Bomben, der hat noch die Sirenen immer noch im Kopf, als sie sich in den Luftschutzkeller flüchten mussten. Der sagte immer, oh Gott, was ist denn hier los? Der schüttelt nur mit dem Kopf. Was machen denn diese verrückten Politiker bei uns? Die Alten, die das erlebt haben, die können nur mit dem Kopf schütteln und sagen, sind die wahnsinnig? Viele haben eine Bildungslücke, eine Geschichtslücke, eine Empathielücke in Deutschland. Und das sind die Idioten, die diese Kackistokraten unterstützen. Ich bin es nicht. Leider fressen sie meine Steuern auf. Höchste Steuersatz, Schattauer als Unternehmer. Und heute habe ich wieder gehört, oh, wir geben euch Gaszulagen und alles. Und dann tun sie, als ob sie Geschenke verteilen. Das sind meine Steuern, unsere, Sergej. Meine und unsere Steuern, die verteilen sie. Und die Leute da draußen hören, haben wir eine tolle Regierung, wie ein Weihnachtsmann. Die schenken uns alles. Den klauen sie es unterm Arsch weg, um es wieder zu verschenken. Das ist eine der größten Bescheißungen, die es gibt. Gibt es das Wort Beschiss, Bescheißungen? Ich habe es gerade erfunden. Ja, man merkt aber trotzdem auch im Facebook, in Kommentaren, dass die Leute ja da gar nicht mehr so richtig drauf reagieren. Ich glaube, das ist auch diese schiefgelaufene Corona-Krise, wo unsere Regierung auch so viel versprochen hat und so viele Versprechen selbst gebrochen, also Maskendeals und jetzt Maskenflug und sonst noch was. Und natürlich das Highlight, wo die Baerbock, die ja keinen Krieg kennt und wahrscheinlich auch eine Bildungslücke hat, sagt, ja, Deutsche Welle, egal, ich unterstütze Ukrainer. Wer will, unterstütze Ukrainer, die USA. Also die hat offensichtlich von einem deutschen Wähler, von eigenem Wähler, hat er nicht gesagt, was die Deutschen meinen. Nein, der hat gesagt Wähler. Das heißt, die Wähler vom Grüne Partei hat sie abgekapert für die Interessen der amerikanischen Oligarchie im Kriegsbereich. Also für Waffenindustrie. Und das machen sie mittlerweile offen. Also wer das nicht als schrecklich empfindet, auch ob der Grünwelt, links, sonst noch was, der ist leider verloren. Also man muss das einfach so ganz klar sagen. Ja, vor allen Dingen, lieber Sergej, könnten Sie in Berlin am Reichstag, da ist ja in Stein gemeißelt, steht da oben dran, wenn du dich erinnerst, zum Wohle des deutschen Volkes. Das können Sie schon mal abmontieren, können Sie komplett runterreißen, denn diese Politik hat nichts mehr mit dem Wohl des Deutschen, steht da dran, am Reichstag, ja, Volkes zu tun. Das ist zum Unwohlsein, das ist eine Politik gegen das deutsche Volk. Das sollten Sie neu in Stein meißeln, damit der Letzte, der jetzt noch schläft, endlich lesen kann, dass da steht zum Unwohl des Deutschen, Unwohlsein des deutschen Volkes. Dann wäre es ehrlich, denn das ist diese Politik, Nord Stream etc. Brauchen wir nicht drüber reden. Noch kurz dazu, weil du sagst, wir haben die Russen regiert. Spannend war es in Joschkar-Olar. Da war ich mit meiner Frau als Tipp in der Nähe von Kasan. Nähe heißt 230 Kilometer raus. Das ist die Hauptstadt der kleinen, wunderschönen Teilrepublik Mariel, finde ich unheimlich schön vom Namen, klingt wie die Seejungfrau. Mariel heißt diese Republik, war ich auch noch nie im Leben, Druschba war noch nie da, meine Frau hatte die Idee, tolle Exkursion. Joschkar-Olar, das ist so wie Disneyland aus Russland, da haben die quasi den Kreml, russische Kirchen, russische Gebäude und auch europäisch wie Kopenhagen, alles nachgebaut, aber es sieht aus wie echt. Du bist da und denkst, das ist jetzt der Kreml. Und das ist eine riesen russisch-orthodoxe Kirche mit herrlich goldenen Zwiebeltürmen. Also ich war Platz ergeben. Das ist der, also kann ich nur jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Und da habe ich mir auf dem Platz beim nachgebauten Kreml habe ich mir einen Kwas bestellt. Endlich mal wieder Kwas. Das Nationalgetränk der Russen, weil viele denken, Wodka. Nee, Kwas ist das Nationalgetränk. Ne? Eingelegtes Brot, gegärt, gegoren, dunkelfarben wie Malzbier. Bitterer Geschmack, aber lecker. Nicht so süß wie Malzbier, lecker. So, kalten Kwas. Ich bestelle das bei der Frau. Und irgendwie quatsch ich und gebe ihr einen Flyer. Flyer, wir hatten ja immer Flyer dabei, Magneten, kleine Präsente. Gebe einen Flyer und sie, oh, Isgermani. Ich sage, natürlich. Und das war krass, Sergej. Eine ältere Dame, wie alt war sie? 70, die dort Kwas verkauft, sagt sofort zu mir, als sie hört, ich bin aus Deutschland. Izvinice, pashalsta, u minya vapros. Also entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Frage. Und dann fragt sie mich, was sagen Sie zur Politik Ihrer Regierung? Das war noch auf der ganzen Fahrt nicht. Also eine Dame, da sieht man wieder auch, ich weiß nicht, wann mich hier mal eine 70-Jährige in Deutschland anspricht, wenn ich sage, guten Tag,
und gebe ihr einen Flyer, also dass wir Frieden Maske mit Russland einziehen, sondern sie nein, nein, sie will einfach ziehen Sie Maske an. Ja, nein, ja genau, hier in Deutschland kriegst du, setzen sie sofort die Maske auf, weil die ja an nichts anderes denken. Und da stellt eine Dame mit 70, die da arbeitet, da sieht man mal die, ich habe das immer gesagt, da in Russland gibt es eine politische Allgemeinbildung, auch bei den Frauen. Die wissen auch, wo New York ist und die wissen, dass der Donbass kein Musikinstrument ist. Die wissen, das ist kein Bass, sondern Donbass. So, und hier in Deutschland denken sie, es ist ein Musikinstrument aus dem Don. Also ein Don, ein Bass, der dort gebaut wurde. Das ist aber nicht Donbass, Leute, googelt mal. So, das heißt, die Frau war neugierig. Sie wollte wissen, was sagen Sie zu der Regierung, zu Ihrer Regierung und zu Scholz? Ich habe natürlich alles so gesagt, wie ich denke. Und ihr sagt, das sind für mich Marionetten der amerikanischen Politik. Das kann so nicht weitergehen. Und vor allen Dingen haben sie nichts aus, den aus der Tragik des Krieges gelernt. Nie wieder von deutschem Boden Krieg bedeutet für mich gleichzeitig nie wieder Waffen in Richtung russische Front. Nie wieder Waffen in Richtung Russland. Das ist auch die gleiche Aussage wie nie wieder von deutschem Boden aus Krieg. Und deswegen verurteile ich natürlich die Sache. Sie fand das toll und wunderbar. Da versteht ihr, was ich meine. Ich habe nicht gesagt, dass ich Putins ganze Politik toll finde. Ich habe nirgends gesagt, dass Putin alles richtig macht. Ich sage nie irgendwie offiziell, Putin ist der Beste. Sage ich nicht. Ich sage, ich verurteile aber unsere, meine, also ich bin Deutscher, als Deutscher, meine, unsere hausgemachte Hans-Wurst-Außenpolitik, die verurteile ich klar auch in Russland. Darum geht's. Nicht, dass man was toll findet, sondern ich verurteile das, was wir machen. Fertig. Das wollte ich auch nochmal sagen, falls da Leute wieder sagen, das sind Putin-Fälle, alle nach. Nee, ist nicht. Ich weiß schon, wo der Hase hängt. Owe, ich glaube, wir müssen die Frau Baerbock zu dieser Quass-Verkäuferin schicken, zum allgemeine politische Bildung. Da ist noch Nachholbedarf, denke ich. Ganz ehrlich, Sergej, 5 Minuten mit dieser Frau würden 5 Jahre amerikanischen Verblödungs-Think-Tank komplett kaputt machen, zerstören. Sie würde weinend am Boden liegen, Frau Baerbock, und sagen, mein Gott, ich habe alles falsch gemacht. Genauso wäre es, weil die Leute wissen, ganz einfach und schlicht, die Leute wissen, wohin, wie, wo Politik funktioniert und sagen ja auch ganz schnell, immer dem Geld folgen. Sagen alle Russen, immer geht's ums Geld. Immer geht's ums Geld. Ja, also ich bin ja froh, dass es die allgemeine Meinung über Deutschen sich jetzt nicht so krass verändert hat, dass man das auf der Straße merkt. Das ist ja, das gibt Hoffnung. Und du hast ja wahrscheinlich gehört, dass wohl Rewe oder Edeka jetzt Coca-Cola nicht mehr einkauft, weil es zu teuer ist. Dann kann man ja mit Quass ersetzen, ne? Der ist ja nicht so teuer. Hm, interessant, ja. Wunderbar, kann man machen. Und was ich auch noch erzählen wollte, weil du gerade Coca-Cola sagst, der Remo Kirsch, den wir ja in seiner tollen deutschen neuen Holzhaussiedlung, die der dort baut, Rude, Russland-Deutschland, ist ja das Projekt vom Remo und noch ein paar Freunden, die ausgewandert sind aus Deutschland. Die könntest du übrigens auch mal, ganz ehrlich, als Tipp, Sergej, mal interviewen. Das, die haben Spannendes zu erzählen, der Remo, über sein Leben. 1,5 Jahre jetzt in Russland, ganz toller Typ. Der Bert auch, aber der Remo, der hat so viele Erfahrungen jetzt nach 1,5 Jahren Russland als Deutscher, die er dort lebt. Also auch ein ganz toller Typ, hat uns viel geholfen. Den habe ich mich gefreut. Entwickelt sich auch eine richtige Druschbar, richtige Freundschaft. Und wir sind in Kontakt. Wir haben uns ja 3-mal in Russland getroffen. Einmal in Nizhny, als wir dort zuerst nach Opotschka hinfuhren. Und dann noch mal sind sie nach Kasan gekommen mit seiner Frau. Waren auch begeistert von Kasan. Ich war auch begeistert von Nizhny Novgorod. Tolle Stadt. Und danach haben wir sie wieder in Nizhny getroffen auf dem Rückweg. Also will nur sagen, der Remo, der bestellt immer, der würde gern Cola Light trinken, ne? Ich sage mittlerweile Cola Light mit L-E-I-D, das Leiden der Amerikaner und der Deutschen, weil sie die Sanktionen haben. Cola Light, ne? Nicht englisch geschrieben, das Leiden Christi, der Cola. Und dann kriegst du nicht mehr in Russland, Sergej, weil die Reserven sind ausverkauft. Die haben Stopp gemacht. Aber jetzt kommt's, haben mir Russen erzählt, weißt du das? Dass die eine eigene Cola machen, die genauso schmeckt wie Coca-Cola. Also es kommt jetzt hier eine Cola auf den Markt, die schmeckt wie Coca-Cola, ist aber ein russisches Label. Und ich war, darf ich sagen, ich war im McDonald's, um mal zu probieren, weil meine Frau sagte, musst du mal probieren, schmeckt genau wie McDonald's irgendwo in Deutschland. Ich sage, glaube ich nicht. Doch, rein in den Vkusno Itochka. Weißt du, was das so heißt? Lecker und Punkt. Lecker und Punkt. Vkusno Itochka ist McDonald's, die Filialen überall geöffnet. Gerappelte voll, was ich nicht so toll finde, Sergej, gerappelte voll, dass die alle diesen, die jungen Leute wollen alle diesen westlichen Scheiß fressen, denn sie haben so schöne eigene Küche. Ja, aber es heißt, die Produkte sind ja einheimisch, ne? Es ist ja nicht importiert. Das heißt, es könnte auch sein, dass die gesünder sind als hier diese Antibiotika-Vieh.
Das hoffe ich, das hoffe ich, denn ich habe gegessen da und es hat geschmeckt, der Burger, und es hat aber irgendwie genauso geschmeckt, irgendwie vom Geschmack wie hier. Und da habe ich also auch gestaunt. Und dann sagt mir noch irgendwer, dass es so viele Firmen gibt für 1 Euro verkauft, sinngemäß, oder 1 Dollar. Und dann sitzen die in den Startlöchern und kaufen das wieder für 1 Dollar zurück, wenn alles sich entspannt. Ja, und dann wird alles wie früher. Gehört, ja. Also es sind ganz viele Deals scheinbar zwischen Amerikanern und Russen. Das ist so eine, von wegen, wir tun mal so auf Sanktionen, machen hier mal kurz nach außen hin 1, 2 Jahre oder wie lange es dauert, mit. Und danach sind wir wieder voll im Geschäft mit euch und alles ist super. Also Burger King zum Beispiel ist nach wie vor da. Also McDonald's macht Sanktionen, Burger King original amerikanisch. Wisst ihr, was ich meine? Aber die Deutschen, nein, die Deutschen müssen ganz genau jedes Produkt. Aber Sergej, auch gleich zu den Sanktionen, bevor ich es vergesse. Wir waren im Pskov beim Arthur und hatten eine wunderbare Exkursion in einem 2 Jahre nagelneue, in einer Bierbrauerei im Pskov. 2 Jahre alt, 12 Sorten Pskov-Bier, also original Heimatbier Pskov. Alkohol, nicht Alkohol, Weizen, klar, dunkel, 12 Sorten und noch dazu 11 Sorten dazu, internationales Bier. Kölsch produzieren die, Münchner Bier und noch irgendwas dunkel, irgendwie belgisches Bier, Holle, irgendwie international. Eine ganz neue Fabrik, nagelneu. Und jetzt kommt's. Ich habe ja da einen Film auf YouTube auch gedreht, während der Exkursion von dem Direktor dort. Und dann kommt er, dann kommen wir in das Lager der Brauerei, Sergej. Und dann zeigt er mir so die ganzen Weizensorten, die da liegen, woraus ja Bier gemacht wird. Und dann sehe ich da so Deutschland, Germany. Ich sage, was ist das denn? Riesenvoll. Er sagt, davon haben wir genug, können wir noch jahrelang produzieren. So nach dem Motto, der Nachschub aus Deutschland fürs Bierbrauen ist gesichert, trotz Sanktionen. Also ich glaube, das Brauen vom Bier hier in Deutschland wird ja durch die Energiekrise so teuer, dass die dann in Russland Kölsch einkaufen. Ja, Sergej, wenn es nicht so traurig wäre, man könnte nur noch drüber lachen. Aber das ist genau das, was ich auch sage. Wenn Deutschland jetzt zur Sowjetunion mutiert, weil Sanktionen, Energie, Wirtschaft kaputt und. Russland kann die Sachen ersetzen, selbst produzieren, weil sie Rohstoffe haben. Ja. Deutschland kann aber nicht. Das Einzige, was wir dann haben, das gute bayerische Wasser oder so, und nicht einmal Gas zum Bier brauen. Und das ist das Traurige dabei, dass ich sehe schon, dass Unmut in Deutschland wächst, aber viele verstehen das noch nicht. Wenn Industrie tot ist, ist Deutschland tot. Genau. Also es ist eigentlich selbstmörderisch. Man könnte es selbstmörderisch nennen, diese Politik. Es ist geisteskrank, könnte man schon sagen, geistlos, nicht vorausschauend. Das ist einfach nur natürlich ein Marionettenspiel, wahrscheinlich eine Art Erpressung der Amerikaner. Diese Regierung muss so handeln, sie muss alles machen, was die Angloamerikaner vorgeben. Es ist also hier, da sieht man wieder, man scheißt auf die sogenannten Freunde. Die amerikanische Politik, wenn ich Amerikaner sage, meine ich immer die Politik und nicht die normalen Menschen, die sind lieb und nett, wie überall auf der Welt. Das heißt, die Amerikaner machen einfach die gleiche Politik wie mit den Indianern, als sie da rüberfahren. Das waren ja Europäer. Die haben sie umgebracht, wenn sie nicht wollten, wie sie wollten, haben sie sie umgebracht. Wer nicht so will wie der Amerikaner mit dem Revolver, der wird umgebracht, der wird fertig gemacht. Das ist amerikanische Außenpolitik. Die nennt sich auch noch Demokratie, der Wolf im Schafspelz. Einfach nur peinlich. Und vor allen Dingen, Sergej, ich habe gelernt im Leben, wenn eine Maus einem Bären begegnet, sollte die Maus nicht die ganze Zeit machen, weil dann macht der Bär einmal Bums und dann ist Feierabend. Und ich rede nicht mal militärisch Bums, ich rede eben, wie du gerade sagst, der Bär hat auch das, was die Maus braucht, nämlich Käse. Die Maus braucht Käse und die Maus braucht auch mal was zu trinken, ein bisschen Wasser und all das hat der Bär. Da weiß Getreide ich, und jeden... Wärme braucht ja, die Maus. Genau, auch das. So, und pass auf, und dann kann ich doch mich nicht als Maus hinstellen und sagen, buh, du doofer Bär, buh, wir machen dich fertig, wir sanktionieren alles, du kriegst von uns gar nichts mehr, blöder Bär. Dann denkt doch wirklich jeder, der da beim Bären wohnt, sind die bescheuert, die haben doch gar nichts. Wieso machen die uns blöd an? Dann sucht man doch als kleiner, schwacher Nachbar, sucht man doch immer auch ein bisschen versucht man Kompromisse zu finden. Das ist ja dieses berühmte Kompromisse finden, miteinander reden, irgendwo in der Mitte sich treffen. Aber das ist ja gar nicht gewünscht. Du hast doch von Dirk Pohlmann auch bestimmt bei Eingeschenkt TV das letzte Interviewgespräch von ihm wurde irgendwo mitgeschnitten im Vortrag, wo er geredet hat. Ganz spannende Sequenz habe ich heute bei mir gepostet, auch auf YouTube, auch auf Telegram. Diese Sequenz, wo Dirk erzählt von dem Berater von Zelensky.
Kennst du diese Sequenz? Ich kenne den Gespräch im Original, ja. Ja, also das heißt, Leute, auch mal kann man doch Werbung dafür machen. Schaut euch Dirk Pohlmann eingeschenkt an, das letzte Gespräch, vielleicht kann man es auch nochmal verlinken. Aus Wikihausen ist es... Dritte Jahrtausend, ja. Ja, es ist wirklich jetzt ein Wahnsinn. Das sind Sachen, das solltet ihr wissen. Seit 2019 ist geplant, alles geplant vom Wilden Westen, was hier passiert. Ja, nichts. Es ist jetzt auch rausgekommen, dass Zelensky und seine Suite wusste über den Anfang des Krieges, hat ihr eigene Kinder in Sicherheit gebracht und sein eigenes Volk, also quasi ihr Leben riskieren lassen bei Anfang der Militäraktion, weil geschossen wird ja von beiden Seiten. Ja, was ich noch, du hast ja diese Maus- und Bärspiel genannt, aber es gibt ja noch mehrere Tiere in dieser Welt und die meisten großen wurden ja von den so kleinen gemobbt, Stichpunkt Indien von England, ne? Und zum Beispiel Indien hat gestern seinen eigenen Flugzeugträger in Betrieb genommen. Oh, habe ich noch gar nicht gewusst. Auch britische Zeichnungen von den Flaggen weggewischt. So, das heißt, die Zeit von diesen Kolonisierung und dieser Mächte, ne, dieser Imperium, geht vorbei. Und deswegen steht auch Indien an Seite von China. Also Pakistan wankt noch so. Aber anscheinend, das war ja auch im Corona-Krise, hat sich Indien, was mich damals gewundert hat, so ein bisschen ausgewichen. Ne? Also war nicht richtig dabei mit diesen Impfungen und. Und jetzt haben sie einen eigenen Flugzeugträger. Wahnsinn. Die sind selbst zum quasi Imperium geworden. Und Indien ist ja nicht die einzige. Ne? Wir haben China, wir haben Indien, wir haben Irak, wir haben also Afghanistan wagt da auch schon mit seinem, also so ein bisschen an Nähe. Übrigens, heute gab es ein Attentat vor dem russischen Botschaft. Zwei Diplomatenmitarbeiter sind in die Luft gesprengt worden. Ein Selbstmörder hat sich gesprengt. Heute gab es Nachrichten. Also die Amerikaner versuchen weiter noch. Von einem russischen Konsulat im Kabul. Kabul? Na gut, das ist auch... Oh. Ja, es ist eine so eine Zeit. Und wie gesagt, die versuchen dann auch diese Regierungen im Schach zu halten. Na? Vor Ort natürlich. Syrien will nicht mehr mit. Und viele andere, ne? Irak, Iran, also die wollen ja nicht mehr so richtig mit diesen, also nicht mehr richtig Vassalen sein, weil die sehen, ganz einfach, weil es ist ja gar nicht so schlecht wie Deutschland, ne? War ja jetzt 70 Jahre Vassal von USA, hat eigentlich wirtschaftlich profitiert irgendwo, ne? Wurde halt genug Futter reingepumpt, aber jetzt gibt es das nicht mehr. Jetzt wird das Vieh geschlachtet. Ja, weil, es ist Sergej, es ist alles eine gruselige geopolitische Zeit und deswegen sind wir nochmal, um zum Thema auch nochmal zurückzukommen, nach Russland gefahren, um eben zwischen den Menschen die Brücken, die Politik schneidet alle Brücken ab, aber ohne die Menschen zu fragen, wie du richtig sagst, über die Köpfe der Menschen hinweg. Und wir sind die Leute, die einfach sagten, wir fahren nach Russland und bauen und knüpfen und bauen weiter an den Brücken zwischen den Menschen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns da nicht verlieren, aus den Augen verlieren. Deswegen auch eben nach Russland gefahren. Ich habe in Kasan ein tolles junges Mädchen, die war vor diesem Landwirtschaftsministerium. Irgendwie finde ich das irgendwie lustig, wenn das mal einer gesehen hat. Das ist ja wie ein Palast, ne, Sergej, dieses Landwirtschaftsministerium. Das ist ja der Wahnsinn. Aber da siehst du auch, das präsentiert die russische Landwirtschaft. Es ist ein Prunkbau. Sanktionen wirken. Es ist ein Prunkbau mit wunderschöner Architektur. Ein Traum. Es ist wie ein Schloss. Aber nur bestimmt ohne Heizung oder 19 Grad maximal. So wie genau. Und ich sage nur, vor diesem Prunkbau haben wir uns mit Remo, der hat auch gestaunt, der sagt, so was hat er, ich habe auch sowas bis dato nicht gesehen. Jetzt muss man sagen, Tatarstan ist die reichste Republik. Moskau, St. Petersburg und dann kommt Kasan, Tatarstan, da ist Öl, da ist Industrie, das ist Wirtschaft, da ist ein Flughafen, da ist also internationale Wirtschaft. Das ist auch ein sehr reicher Punkt von Russland. Und aber wenn du da stehst, denkst du, was ist das denn? So was haben wir nicht. Wir haben ja auch nicht so eine reiche Landwirtschaft. Wir haben eben auch nicht genug Korn, genug alles. Die Russen haben ja alles. Du siehst an diesem Landwirtschaftsministerium, wer hier wem in Zukunft, wer hier alles hat. Die Deutschen, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt ein Landwirtschaftsministerium? Wie sieht denn das aus in Berlin? Ich weiß es gerade. Das ist alles auch Außenministerium. Und regiert auch von Grün. Das ist so. Doch der, wie heißt der, Özdemir oder wie heißt, weiß ich nicht mehr. Lieber Himmel, will nur sagen, da habe ich eine nette, da hat jemand gehört, dass wir Deutsch sprechen und plötzlich, sie sprechen Deutsch und hihi, ganz schüchtern, so eine 16-jähriges Mädchen, hieß es Sabrin, aus Tadschikistan, die hat Deutsch studiert oder studiert das. Die hat wunderschön Deutsch gesprochen und die Augen leuchteten und strahlten, weil die aus Deutschland kommen. Und ich sage, hast du Lust, ein kleines Interview zu machen, weil du sprichst Deutsch?
habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal. Sergej, das ist herzerwärmend, dieses Mädchen anzugucken, wie die Augen strahlen. Sie will in Deutschland studieren, sie will nach Deutschland. Und da siehst du auch wieder, sie verkörpert auch wieder dieses so die jungen Leute, aber diese Hoffnung, Deutschland ist doch ein schönes Land. Die weiß gar nicht, was hier inzwischen los ist. Die denkt noch, ne, aus dem Smartphone, Deutschland ist schön. Aber ich wollte die Illusion nicht nehmen. Sie war so herzlich, so natürlich. Lieber Himmel, wo möchte ich mal eine 16-Jährige in Deutschland sehen, die so eine Ausstrahlung hat wie dieses Mädchen? Guckt euch das Interview an. Wunderbarer Mensch. Ich bin auch, Schattauer war selten vor der Kamera so. Ich bin quasi dahin geschmolzen. Nicht, weil ich 16 Jahre irgendwas toll finde, sondern, nee, Sergej, ihre natürliche Menschlichkeit hat auch beim Schattauer, die nach außen cool und immer Schattauer, yeah, Alter. Die hat wieder den Menschen Schattauer. Das siehst du im Interview. Ich bin völlig anders, haben mir auch Leute gesagt. Owe, du warst wie ausgewechselt. Ich bin quasi meine Coole im Westen. Musst du dir eine coole Haut ans Dienst ergeben. Du musst cool sein, immer stark, immer Alter, was geht. Nicht angreifbar, bloß nicht zu weich irgendwie. Da bin ich geschmolzen neben ihr. Und du siehst einen freundlich lächelnden, faszinierten Schattauer neben diesem Mädchen, die dann redet. Und das haben Freunde zu mir gesagt, Owe, wir haben noch nie so eine furchtbar nette Art von dir in einem Interview gesehen wie da, weil sie war ansteckend mit ihrer Natürlichkeit. Und das will ich den Leuten ja mal vermitteln. In Russland, da ist doch dieses, was wir auch mal hatten, wir Deutschen, da ist doch diese Natürlichkeit, Herzlichkeit, diese Wärme, da geht's nicht, dieses Mädchen, da ging's nicht um Geld, um Kohle, um Karriere und ich will Erfolg und dieser ganze Schwachsinn. Da geht's um Menschlichkeit. Sie strahlte pure, natürliche Menschlichkeit aus. Und das müssen und sollten wir wieder lernen. Von den Russen habe ich schon mal gesagt, das sollten wir versuchen, hierher zu holen. Denn unsere Menschlichkeit, unsere Empathie in Deutschland wurde von den Dollars und dieser ganzen schwachsinnigen Geldsystem, Finanzsystem, Scheiße, verschüttet. Gier und Geld hat die Empathie und das Wertvollste, was wir haben, nämlich ein Herz, Sergej, ein Herz haben wir. Das wird verschüttet durch die Gier nach Macht und Geld. Wir sollten uns daran erinnern, dass das unsere alten Werte sind. Owe, ganz wichtig, wenn du schon über Empathie sprichst, man darf ja nicht vergessen, es ist ein Krieg, ne? Und viele fragen sich bestimmt auch, ist in Russland so eine kriegsgeile Stimmung? Wollen sie die Ukraine auslöschen? Ist da was von zu hören? Laufen sie alle mit diesen Verboten Z und V? Das ist wahrscheinlich, die haben da wahrscheinlich bei uns deswegen die Buchstaben verboten, damit wir auf die Bildungsniveau unserer Politiker kommen. Da werden noch mehrere wahrscheinlich kommen. Merkst du da was, dass die da irgendwie so blutrünstig sind und wollen da Ukraine töten? Gibt es irgendwo Plakate, wir erobern Ukraine, wir machen ein heiliges Krieg oder sonst noch was? Na gut, natürlich sieht man immer mal ein Auto mit dem Z hinten drauf. Also du siehst sowieso schon, früher war ja immer diese orangene Siegesschleife, ne, da. Ja. Die ist nun mal traditionell. Ja, das ist seit 2014, quasi seit 15, seit dem Krieg in Donbass, ist es aktuell. Ne? Ja, genau. Und das heißt, damit fuhren ja schon immer die Russen rum. Es war auch kein Problem. Und natürlich siehst du jetzt natürlich immer mal wieder mit Z, 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 irgendwo rauf und hinten auf der Heckscheibe Z und so. Da gibt es natürlich, es gibt Nationalisten, Patrioten, es gibt dann richtige Putin-Anhänger natürlich auch, viele. Und die präsentieren das dann, die zeigen auch und ein T-Shirt. Weißt du, die Leute, jetzt siehst du auch so Patrioten, nicht viele, muss ich jetzt mal sagen, das fällt jetzt nicht auf, dass du denkst, oh Gott, hier ist ja alles voll. Dann kommt mal einer, wenn ich auf einer Fußgängerzone in Nizhny bin, dann hat mal einer am Kreml, wie viel habe ich da gesehen, 2, 3 mit so einem Putin und Z irgendwie T-Shirt drauf. 2, 3 von 500, die haben da mal sowas. Aber nicht jetzt irgendwie links, 2, 3, 4 wie im Zweiten Weltkrieg. Also irgendwie, dass da alle bekloppt sind. Nee, alles so, dezent, Fans, natürlich kriegst du. Ein schönes Erlebnis hatte ich natürlich, will ich auch erzählen, als ich in Opotschka war und da losfuhr, das war nicht geplant vom Schattauer, ich bin ja gern so spontan unterwegs, Sergej, ohne jetzt so zu planen, da bin ich nicht so mit Reinhold d'accord, die planen immer alles durch und ich bin immer lieber, wenn mir was gefällt, ich sehe was, will ich anhalten, buch auch spontan ein Hotel, ich liebe dieses freie Reisen. Und da sind wir losgefahren Richtung Nizhny, 1080 Kilometer war die längste Tour. Und plötzlich auf der Straße nach Nizhny, das wusste ich nicht, hinter einem Berg, Autobahn, kommt plötzlich Rzhev. Sagt euch das was? Dieses Neue, das ist ja ein Wahnsinn. Wenn du da um die Ecke, also Ecke, du fährst so die Landstraße, auf einmal kommt hinter einem Hügel riesengroß dieses Monument mit dem Soldaten, der unten um die,
ab der Hüfte abwärts, so Kraniche, in Kraniche verwandeln sich seine Beine und dann wirkt es, als ob er schwebt. Ein tolles Kunstwerk. Das ist der Wahnsinn. Ich habe gesagt, die Lara, das wusste ich nicht, dass wir hier sind. Und angehalten links, Riesenparkplatz, die Sonne schien, das war gleich am Anfang der Fahrt. Der liebe Gott ist ein Friedensaktivist. Immer hatten wir es hier zu 90% gutes Wetter. Diesmal auch bis Pskov 30 bis 40 Grad jeden Tag. Es war ein Traum. Angehalten, Rzeszów, überwältigt von diesem Ding. Museum, Parkplatz voll mit Leuten. Und da waren Souvenirgeschäfte, weil du eben nach diesen Z-Sachen fragtest. Da war dann alles voll Souvenirläden. Da stand dann ein russischer alter Jeep aus dem Zweiten Weltkrieg. Da waren dann Fahnen, Putin, Z und Patrioten und so weiter. Also überall T-Shirts, Rzeszów. Ich habe mir ein Rzeszów-T-Shirt gekauft, wo das Monument drauf ist. Ist aber jetzt in Neuwied, sonst hätte ich es dir jetzt hier gezeigt. So, das habe ich geholt. Aber da findest du die Fahnen, ne? Sergei, Z und so weiter, weil ja auch das nochmal in Verbindung natürlich gebracht wird von den Russen mit Zweiter Weltkrieg, Kampf gegen Faschismus. Und du weißt ja, was da los ist in der Ukraine. Und das wird ja auch so gesehen von den Russen. So, das heißt, das war, da siehst du das alles in den Souvenirshops, die Fahnen. Und dann sind wir da reingegangen. Ich war das erste Mal da, war hin und weg. Das ist also, wenn, Sergei, das habe ich auch mit Russen kurz besprochen, Hollywood und die Amerikaner, das ist eine, das, die sind perfekt, was das oberflächliche Showgeschäft angeht. Da sind die Amerikaner perfekt. Marketing, Werbung, Showgeschäft, nach außen hin mehr Schein als Sein, etwas vorspielen, die Show, den Coolen machen, da sind die Amerikaner Weltmeister. Aber jetzt sage ich den Unterschied. Mein Herz wird viel mehr getroffen, und da sind für mich die Russen und damals Sowjetunion nach dem Krieg die Weltmeister. Sie schaffen es, die Erinnerung an diese 27 Millionen Opfer über Denkmäler, mächtig gewaltige Denkmäler, Berlin, kennen wir alle, Treptower Park, Wolgograd, jetzt Rzeszów, und da gibt es einige noch in Russland, wo du stehst, vor dem diesem Ehrenmal stehst, dann läuft ja noch meistens ernste klassische Musik, Sergei, und das wirkt so wie ein Hollywood-Schinken, wo eine Liebesszene ist, traurige Musik und I love you, I need you kommt. Schön, braucht man auch mal. Dann weinen alle bei Lady in Red. So, da sind die Amerikaner, aber da geht es eben, Entschuldigung, um Liebe. Die Russen schaffen es, Emotionen zu wecken in den Menschen, wenn du an so einem Denkmal stehst. Oder in so einem Museum, Batterie 35 war ich in dem Museum auf der Krim. Diese furchtbaren Schlachten um Sevastopol. Dann bist du in diesem Kino und dann weinst du, wenn du rausgehst, Sergei. Du hast Tränen in den Augen, weil die Russen schaffen es. Und das ist ja jetzt keine Show. Das ist nicht Hollywood, das ist kein Drehbuch. Das ist die Erinnerung an die realen 27 Millionen abgeschlachteten Russen, die in jeder Familie Seelenschmerzen hervorrufen, bis heute. Und diese Seelenschmerzen, die spürst du, wenn du da bist. Das schaffen die Russen. Wenn du auf so eine, deswegen sage ich immer, alle unsere Idioten, Kakistokraten müssten eins nach dem anderen all diese Riesenmonumente und Museen und Friedhöfe mal abgehen, damit sie merken, mit wem sie es zu tun haben und was sie hier anrichten. Und wie gesagt, da ging das, ging auch mein, also das war wieder so Gänsehaut, stehst du davor und denkst, oh Gott, also was wurde da getan im Zweiten Weltkrieg? Ein Museum, ein Film drin, Wahnsinn. Ich lege die Druschba-Fahne hin, jeder kennt mein Ritual, Schadauer, Druschba-Fahne hingelegt, sonniger Tag, zwei Nelken abgelegt, kurz verharrt, immer so ein Knie nach oben, das kennt man vom Schadauer, viele machen das ja schon nach von unseren Druschba-Fahrern. Und dann stehe ich auf mit der Fahne, die Lara hat das gefilmt und gehe so mit gesenktem Kopf natürlich wieder weg von dem Ort und dann plötzlich kommt eine Frau, eine Dame zu mir, Izvinitsche, Pashatsta, Pakajitje mit Pashatsta nasch Flak. Also zeigen Sie mir Ihre Fahne. Ich die Fahne gezeigt und sie, oh, Druschba, Germania, oh, und hat sich gefreut. Und auch ist das schön. Sie war die Direktorin dieses Ganzen. Die Direktorin war aber in Privat da. Und dann habe ich natürlich, Schadauer reagiert schnell, da muss ich nicht irgendwie Drehbuch und auswendig lernen. Ich schenke Ihnen die Fahne, habe ich gesagt. Können Sie haben. Und sie, wirklich, oh, das kommt ins Museum. Also die Druschba-Fahne hängt jetzt in Rzeszów. Im Museum. Da war ich sehr froh. Sie war total gerührt, total nett, wollte aber das nicht filmen. Ich habe gefragt, können wir ein Foto? Weil jetzt, da siehst du wieder, wie russische Frauen sind. Sie war für sich nicht schick genug gemacht
für dieses Foto. Also wenn, dann hätte sie gern, sie war privater, hast du gemerkt, mit Jeans und so ein bisschen einer Bluse. Sie hätte wahrscheinlich gern, du kennst das ja, war nicht offiziell genug da. Genau. Sie war nicht in Kostüm. Du weißt, wie schick sich die Russen machen, wenn es um feierliche Momente geht. Sie sagte, Entschuldigung, ich bin die Haare nicht so. Da sind die nämlich wunderbar eitel, die russischen Frauen, und wollen dann auch anständig und ordentlich wirken auf so einem Foto. Dann hat sie das der Assistentin gegeben, die haben sich bedankt. Dann, was auch schön war, also erstmal diese Geste war wieder schön, wie die auf einen kommen, zukommen. Überleg mal, ich lege als Deutscher da Blumen nieder, da könnte ja auch einer sagen, gehen Sie bitte. Könnte ja einer sagen, weil er irgendwie da seine eigene Familie liegen hat. Nach Motto, komm, lieber Deutscher, ist gut jetzt, wir würden uns... Macht keiner, noch nie hat das einer gemacht. Und im Gegenteil, die freuen sich, Freundschaft, Druschba. Und dann waren junge Leute da, so eine Klasse. Und da muss die Lehrerin uns gehört haben, dass ich, Schadau hat eine laute Stimme, Deutsch spreche. Und dann kam die an. Die Lehrerin war jung, 25. Oh, entschuldigen Sie, ich bin Deutschlehrerin. Oh, sage ich. Oh, und da hat sie sich gefreut an diese Deutschlehrerin. Oh, und dann hat sie ihre Schülerin, da kamen da 3, 4, 5 mit. Die waren ganz schüchtern und war also richtig schön so 15 gekichert. Und dann haben wir natürlich auch Magneten, Sticker, Druschba haben sich gefreut, Flyer, schönes Foto zusammen gemacht. Und das war wieder schön, Sergej, Trauer und auch Mitgefühl, Empathie für diese Opfer und natürlich das Versprechen, dass wir das nie wieder machen. Aber dann kommt die Jugend voller Energie und sagt Freundschaft, Druschba, lasst uns in die Zukunft schauen, Deutschland, Russland miteinander. Weißt du, was ich meine? Das ist ein schöner Kontrast an diesem historischen Ort. Das gibt wieder Kraft, wie die Jugend dann sagt, lasst uns, das war die Vergangenheit und jetzt lasst uns positiv in die Zukunft blicken. Das wollte ich nur nochmal als kleine Episode erwähnen. Ja, es ist eigentlich, wenn ich so über Denkmäler höre, denke ich immer, in Deutschland werden immer noch Bomben gefunden aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten. Ne? Und es sind ja noch weit nicht alle gefallene Soldaten und Zivilisten erkannt worden sind, identifiziert und gefunden. Es wird ja immer noch gegraben nach Soldaten. Und wenn man dann, du hast ja auch letztes Mal schon quasi die Geburtsdaten vorgelesen von einem von deinem Video von gefallenen deutschen Soldaten und russischen Soldaten. Ne? 18, 19, 24. Und also das ist noch nicht einmal aufgearbeitet. Und dann steuert Deutschland wieder hin, nicht die Deutschen, sondern deutsche Regierung. Soll ich dir was sagen, Sergej? Auch das können wir von den Russen lernen. Wir haben einen furchtbaren Fehler gemacht, die deutsche Politik. Ich sage sogar die gesamte, auch die Ostdeutsche, die haben auch nicht groß getrauert um ihre eigenen Soldaten, die Deutschen. Also Deutschland nach dem Krieg, ich weiß nicht, ob die Alliierten das quasi auch verboten haben, Sergej, ich war nicht dabei, ob die sagten, ihr dürft eure Gefallenen, weil es ja Faschisten waren überwiegend, irgendwo Wehrmacht, irgendwo Soldaten, aber die wurden ja alle als Faschisten, Deutsche, ne, die dienten ja dem Führer. Ich weiß es nicht, ob es so eine Art Befehl von allen Alliierten gab, ihr dürft es nicht, oder ob es sogar eine freiwillige Unterwerfung der deutschen Politik war, wir werden jetzt den Kopf in den Sand stecken und nie wieder irgendwas über unsere Gefallenen reden. Das war meiner Meinung nach der größte Fehler, den wir gemacht haben. Und es war ja die Chance, dass Sergej, als Gorbatschow starb, übrigens als Gorbatschow kam 1990, der uns die deutsche Einheit schenkte, was viele Russen natürlich gar nicht nachempfinden können, weil sie ja in Russland und Sowjetunion lebten und danach eine furchtbare Zeit erlebten, als die Sowjetunion zusammenbrach und man hat sie auch einfach gelassen. Da hat man wieder gesehen, wie dankbar der Westen ist. Danke für die deutsche Einheit, aber wie es euch geht, ist uns ab jetzt scheißegal. So, und da war ja auch kein deutscher Politiker bei Gorbatschow zur Beerdigung. Das musst du dir mal vorstellen. Gorbatschow bringt... Also auch Kohl würde sich wieder im Grabe umdrehen, wette ich, und würde sagen, keiner von euch Schlappschwänzen, Politikern, Idioten, dass ich Entschuldigung so sage, war dort beim Begräbnis von Gorbatschow, obwohl wir Gorbatschow die deutsche Einheit verdanken. Keiner hat da die Eier gehabt, auch in dieser Situation hinzugehen. Diesen Stil, man braucht ja Stil und Klasse, Sergej. Und Charakter vor allen Dingen. Und das haben die ja nicht. Will nur sagen, wie peinlich, niemand war bei Gorbatschows Beerdigung von den Deutschen, wurde noch geheuchelt in den Nachrichten, geheuchelt. Der sowjetische Präsident war maßgebend für die deutsche Wiedervereinigung geopolitisch in den 90er Jahren. Bitte, oh, heucheln Sie, sagen aber nicht. Und keiner von uns schwachköpfigen Politikern war da vor Ort und hatte die Eier, dort mal Blumen niederzulegen und Danke zu sagen. Nein, da siehst du diese Heuchelpolitik. Ich glaube, die Russen hätten das sogar auch zugelassen, ne? Natürlich, ah, natürlich. Ja.
Ach, und, sind, du siehst aber weißt du, allem, wer von EU-Politiker dort war? Natürlich, Orban, der Ungar. Ja. Richtig. Ja, klasse, aber es waren von der russischen Seite, es gab also insgesamt nur 3000 Besucher. Ja, es war, also ich weiß, das wissen wir, Sergej, das habe ich ja über die Jahre mitbekommen. Gorbatschow hat in Russland kein gutes Image. Der ist natürlich, dort gilt er als Verräter. Nicht mehr aufholen, weil er wird ja nicht dafür, also manche sagen, der hat das extra gemacht und manche sagen, der hat das aus, also nicht verstehen gemacht, ne, wurde halt quasi veräppelt, von Westen reingelegt, aber trotzdem, der ist schuld an dem Zerfall von, an so einem Zerfall von Sowjetunion. Niemand sagt ja, es sollte so bleiben, aber das war ja eine Zerstörung, eine Sprengung. Ja, also ich sage trotzdem, das ist meine Meinung jetzt. Meine Meinung ist, von meiner Empathie her, von meiner Menschenkenntnis, mir war dieser Mann vom ersten Moment an total sympathisch. Ich sehe mir Lauterbach an und vergleiche Herrn Lauterbach mit Gorbatschow. Nehmen wir mal Lauterbach und Gorbatschow. Also ich weiß nicht, es gibt hier Leute, die würden jetzt sagen, also Herr Lauterbach ist doch definitiv menschlicher und viel. Guck mal, der ist so sympathisch. Gibt es vielleicht so ein paar Idioten hier in Deutschland, wo mir schlecht wird. Aber wer normales Herz und Verstand hat, sieht sofort, dass ein Gorbatschow wesentlich mehr Empathie und Wärme und Herzlichkeit hat als ein Lauterbach. Sprich, ich war begeistert von Gorbatschow, wie viele Deutsche auch. Und ich sage, er war zu naiv. Wir Ossis waren alle naiv. Wir sind ja auch naiv Richtung Westen. Boah, deutsche Wiedervereinigung. Und dann haben sie mit dem Messer wie Pinocchio, sage ich immer, die Pinocchio-Geschichte, kennst du, Sergej. Pinocchio und der Fuchs und der Wolf. 5 Goldstücke war die DDR wert. Das hatte Pinocchio in der Tasche. Der Ossi war Pinocchio. Und dann kam der Wolf und der Fuchs, das waren unsere Westbrüder und Schwestern. Und sagten, schön, dass wir uns wiedervereinigen und wollen nur an die Goldstücke. Und das ist der Westen. Das ist das Märchen für mich immer vom Westen. Der Westen will nur an dein Geld. Da geht es nicht um Brüderlichkeit, Menschlichkeit und Demokratie. Sie wollen einfach nur schlachten, den Pinocchio. Und sie wollten auch Russland und Sowjetunion schlachten. Und für mich ist Gorbatschow ein bisschen der naive Pinocchio gewesen, der nicht damit gerechnet hat, dass die Amerikaner solche Verbrecher sind, wie sie später waren. Die sind zurückgezogen, friedlich abgezogen. All das hat als Vertrauensvorschuss Gorbatschow gemacht. Hat gesagt, hier, wir ziehen unsere Truppen friedlich ab. Ich möchte den Tag erleben, wo die amerikanischen GIs friedlich gehen. Ich werde ihnen nie, also ich kann versprechen, noch nie habe ich so herzlich jemandem zugewunken, wie an dem Tag, wenn die Amerikaner abziehen. Also ich werde so viel Blumen und Herzen schicken, Sergej. Ja, aber sie werden denken, ich liebe sie. Ich weiß nicht, ich bin ja jetzt in der Geschichte nicht so top, aber ich kenne keinen einzigen Fall, wo die GIs abgezogen sind, wo das Land noch stand. Ja. Alle Afghanistan, Irak, im Irak sind die ja noch, aber aus Afghanistan sind die, letzte Aktion war ja aus Afghanistan. Und was ist mit diesem Land? Und wenn Deutschland, Sie gehen, ich hoffe, dass es nicht Deutschland so passiert. Ne? Also ich meine, Statistik ist Statistik. Ne? Sagt auch Lauterbach. Laut Studien. Sehr guter Spruch von dir. Gut, dass du das gerade sagst. Immer wo die Amerikaner am Tag X rausgehen, haben sie Chaos und Zerstörung hinterlassen in allen Ländern. Wo sie rausgehen, war alles zerstört. Wie du eben gerade sagst, hoffentlich gehen sie nicht demnächst auch hier raus. Bedeutet, dann ist hier nämlich alles zerstört. Dann kommen wir zurück zur Friedensfahrt. Gab es noch Erlebnisse, die du unbedingt loswerden kannst? Und dann kommen wir schon zum Schlussergebnis. Wunderbar, Sergej. Danke, dass du mir noch mal kurz Zeit gibst, das zu erwähnen. Ich wurde ja auch von eingeschenkt und es ist ja auch schön, Leute zu fragen, was war dein Erlebnis dieses Jahr in dieser Fahrt nach Russland? Und mit meiner Frau in Kasan zu sein, ihre Geburtsklinik zu sehen, wo sie geboren wurde mit ihrer Schwester, ihre Schulwege zu sehen, wo sie in der Schule war, wo sie im Institut Kunst und Kultur studiert hat, wo sie hier und da, also meine Frau, die Orte ihrer Kindheit und Jugend zu besuchen, war schön, auf dem Friedhof der Familie zu sein, wo die Großmutter, Großvater, wo der Vater liegt, leider auch die Mutter, da sind ja die Eltern tot. Also das war zu erleben und das war auch sehr, nochmal ganz kurz ein schönes Erlebnis. Das ist ja Kasan, ein Friedhof, auf dem russisch-orthodoxe Gräber direkt neben den muslimischen liegen. Also da gibt es keinen irgendwie, das ist der russisch-orthodoxe und weiter weg ist der andere. Das ist Kasan, ein Schmelztiegel der Religion, Schmelztiegel, die haben es geschafft, friedlich, auch der Kreml, eine Moschee, russisch-orthodoxe Kirchen, da leben russisch-orthodoxe Moslems 50-50%, dann gibt es Christen, Juden, eigentlich aus allen Glaubensrichtungen Leute, die friedlich zusammenleben in Kasan, wunderbar, und auch auf dem Friedhof friedlich nebeneinander ruhen
Und das war also schon ein schönes, wichtiges, schönes Erlebnis für mich und meine Frau, privat das zu erleben. Auch wenn meine Frau ziemliche emotionale Berg- und Talfahrten hatten in der Wohnung der Mutter, die gestorben ist. Na, viele Erinnerungen und so, das kannst du dir vorstellen, ist ja nicht so einfach. Und dann für mich persönlich jetzt das schönste, lockerste Erlebnis war, an den blauen Seen. In Kasan gibt es sogenannte blaue Seen am Rand der Stadt. Die sind so türkisblau, klares Wasser, das sind unterirdische Quellen. 4 Grad Wassertemperatur und wer den Schattauer kennt, der war ja im Baikal schwimmen bei 12 Grad. Ja? Und es gibt auch auf meinem YouTube-Kanal Ove Schattauer das Video dazu. Guckt euch die 3,5 Minuten an, da wird einem schon kalt beim Zuschauen. So kalt, Sergej. Also Baikalsee. Mehr hast du Sergej nicht ausgehalten, nur 3,5 Minuten. Sergej. Ja, ich hab's verstanden. Ja. So kalt war der Baikalsee und so kalt waren 4 Grad. Baikalsee 12 Grad, 4 Grad entdeckst du als Mann einen zweiten Bauchnabel an dir. Ne? So, also das war richtig schön und das heißt volle Kraft rein. Schattauer, kannst du dir vorstellen, Sergej, ich stehe da in Shorts auf diesem, da ist so eine Treppe runter. Manche gehen ja nur rein vorsichtig, so wie beim Eisbaden, schnell runter und gehen an der Treppe wieder hoch. Ich habe gesagt, Schattauer ist doch kein Weichei, kann doch als Deutscher jetzt hier nicht wie so ein, ich gehe mal die Treppe runter. Aber trotzdem, Sergej, mein Fuß, mein rechter, mein großer Zeh, als ich ihn dort eintauchte, sagte mir, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber Sergej, dann stehe ich da, lauter Russen hinter mir. Und ich habe ja nun mal so gebrochen Deutsch mit dem, gebrochen Russisch mit dem Neffen meiner Frau. Ja, ich habe ja mit dem Arthur, dem Neffen meiner Frau, gesprochen und sein Kumpel, der Karim, der hat das auch gefilmt von der anderen Seite und später hat Arthur vom Steg gefilmt. 3-mal musst du da rein, das sagt die Tradition, dann bist du 1 Jahr gesund. Ich würde es ja auch Herrn Lauterbach mal empfehlen. 3-mal da rein und dann bist du gesund. Das ist also für mich die Therapie gegen Corona. Also bin ich, habe ich gewusst, da ich ja nicht Impfung mag und all das nicht mag, gehe ich 3-mal mit dem Kopf unter Wasser und dann bin ich 1 Jahr lang von Corona befreit. Ist meine Medizin. Dann ist Schattauer da rein, aber nicht irgendwie, sondern mit Kopfsprung, eine Bombe, bam, alles dort im Video. Aber man sieht auch, dass mir nicht warm ist, als ich aus dem Wasser komme. 4 Grad ist schon heftig, Leute. Sag doch, du wolltest einfach Lauterbach loswerden. Nee, will nur sagen, aber Sergej, kennt ja vielleicht jeder, wenn du dich mal irgendwann im Leben zu irgendwas überwunden hast, was nicht so einfach, danach fühlt man sich gut. Selbst die kalte Dusche beim Duschen nach der warmen Sauna rein ins Kühlbecken ist einfach immer schön. Du fühlst dich lebendig wie Herkules, kommst du aus dem Wasser. War ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Und ich weiß jetzt, Sergej, wenn ich mal im Winter wieder in Russland bin, mache ich das, was ich immer nur im Video sah, diese wahnsinnigen Eisbaden. Kennst du doch so Eisbaden? Habe ich gedacht, jetzt, wenn ich 4 Grad habe, dann ist, glaube ich, Eisbaden nicht mehr so dramatisch. Ne, weil viel kälter wird es nicht mit dem Wasser. Dann gehe ich da auf jeden Fall auch mal rein. Will nur sagen, das war aber mein Verrückt. Draußen wird es kälter. Ich glaube, diesmal war es ja nicht so kalt draußen. Es waren 38 Grad draußen und 4 Grad Wasser. Auch kein schöner Schock, Sergej. Ne, ja, deswegen wärst du auch gesund. Also jeder, der es überlebt, der bleibt gesund. Ne? So ist Herr Lauterbach, bitte. Jedenfalls will ich nur sagen, das würde ich machen. Nüchtern bleibt man bestimmt. Sergej, das würde ich unser ganzen Kackistokraten-Bundestag-Klick immer empfehlen, um ihren Kopf abzukühlen, um mal auf die Normaltemperatur runterzukühlen und weg von ihrem russophoben Geschwätz und ihrem seltsamen Russland-Hass. Und die sollen mal alle da reinspringen, 3-mal den Kopf unter Wasser und dann hoffe ich, dass sie wieder klar, bei klarem Verstand sind. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war ein schönes Erlebnis. Bulgar bei den Tataren, uralte Tataren-Stamm, die Vorfahren meiner Frau. Wunderschöner Ort, Bulgar. Joschka Ola habe ich erzählt. Nizhny Novgorod, toll an der Wolga. Sind wir mit so einem alten Wolga, Gas heißt der, Gas 66. Kennst du diese Autos, die alten Wolgas, die richtig schön wie die kubanischen, amerikanischen alten Autos. Leute, da sind wir mit so einem weißen Wolga rumgefahren. Total netter Kerl, hat uns alles erklärt. Also das war ein schönes Erlebnis, so diese alten Autos. Ich finde das sowieso cool. Es hat was von Kuba. Russland hat, sage ich auch auf der Krim, hat immer ein bisschen was von Kuba, weil es gibt so abgehalfterte Ecken, alte Autos, den Lada, wo du denkst, der ist 1000 Jahre alt. Die fahren aber noch, den OAS. Ich liebe diesen OAS, den Kleinwagen, OAS, ne? Den Buchanka, ne, heißt der doch. Buchanka, ja. Den liebe ich.
UAS Minivan. Ja, UAS, den würde ich gerne in Deutschland fahren. Weißt du, wie der neu kostet? Habe ich bestimmt 15.000 oder 30.000 Euro? Weil du musst den erstmal auf deutsche TÜV und Geschiss bringen. Ich hätte ihn so gerne gekauft für ein Apple und Ei, aber das ist viel zu teuer in Deutschland. Wie gesagt, sowas macht alles Spaß. Ihr seht, ich habe mehr so diese bisschen jetzt und heute und verrückte Sachen für jedermann, damit er mal nach Russland reist. Und die andere Druschbar-Gruppe ist eben, habe ich vorhin erklärt, mit der Mission losgefahren. Das war erstmal so meine Russland-Reise. Pskov war noch schön. Wollen wir Pskov nicht vergessen mit Arthur, Sergej. Mit 2016 fing alles an in Pskov mit unserem lieben Arthur. Und jetzt haben wir uns wieder gesehen nach so vielen Jahren. Das waren 6 Jahre. Herzliche Begrüßung in Pskov habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal. Er hat uns an einem Regentag von 38 Grad auf 7 Grad runter. 38 auf 7. Trotzdem hat er Taxi gespielt. Das war eine Temperaturanpassung an die neuen Regeln von Habeck. Genau hier. Damit sollten wir wahrscheinlich schon vorbereitet werden auf diesen Herbst und Winter. Genau. Also sprich, wunderbar mit Arthur. Der hat uns so eine Sightseeing-Tour aus dem Auto. Regen, immer wieder Sonne, Regen, Sonne, Regen. Wunderbar rumgefahren. Das war spannend. Dann waren wir noch in so einer Höhlenkirche übersetzt. Monarchie ist wie irgendwas mit Höhlenkirche, habe ich jetzt nicht das Wort, Sergej. Da geht wohl auch Putin und Medvedev, die gehen da auch regelmäßig hin, ist eine Art Wallfahrtsort für die russisch-orthodoxen in Pskov, ein Stück weiter raus aus Pskov, eine Dreiviertelstunde, uralte Kirche in den Berg reingebaut, in so einen Felsen irgendwie, deswegen heißt das Höhlenkirche, eine uralte Kirche, das war schon auch mystisch. Und auch sehr spannend. Da waren wir drin, da hat uns der, das waren auch schön und toll und irgendwie, boah, Wahnsinn. Auch sehr beeindruckend. Also sowas hat uns Arthur in einem Tag alles gezeigt. Abends diese Bierfabrik, die neue, lecker zum Essen eingeladen. Das Essen übrigens, kann ich auch noch jedem sagen, tolle Lebensmittel, lecker geschmeckt, tollstes Essen, tatarisch in Kasan, hat auch dem Remo gut geschmeckt, russisch überall gegessen, internationale Küche, du kriegst alles, was das Herz begehrt. Mors getrunken, das ist dieser russische Saft. Kompott getrunken ist quasi Mors mit noch Mors mit Früchten unten, die so ablagerten. Da sind noch Früchte, Reste drin. Mors war unser Lieblingsgetränk. Limonaden bestellt, Liter mit Eis in der Hitze. Russland, alles vom Feinsten. Sanktionen, ich war in den Geschäften. Irgendwie hat mal irgendwer erzählt, in Deutschland wurde berichtet, dass die Regale teilweise leer sind. Ich habe einige Videos gedreht. Sergej, wie soll ich es dir sagen? Ich kam mir vor wie aus der DDR, als ich in den Westen kam. Alles voll, bis unter die Decke. Also alles da. Jetzt kein Spruch, alles. Fleisch, Wurst, alles, was täglicher Bedarf, Brot, bla bla. Alles, alles, alles. Und zwischendurch siehst du Ariel und Persil und irgendwie so den Abverkauf. So, sprich, von allem genug, von allem da. Jetzt wollen wir nicht nur zu schön reden. Natürlich sagen auch die Russen, wenn man mit ihnen spricht, es ist einiges ein bisschen teurer geworden, aber sie kommen zurecht. Das sagen die Russen. Es ist einiges ein bisschen teurer geworden, aber es geht schon. Du kennst ja die russische Mentalität. Das kriegen wir schon hin. Das geht schon. Es war ja, ich meine, die Inflation war ja immer schon um die 15% jährlich. Also die sind ja dran gewöhnt, aber die haben gedacht, es wird noch viel schlimmer. Aber es ist nicht so schlimm gekommen, wie die dachten. Und Rezession ist jetzt quasi, also es geht wieder mit Wirtschaft wieder leicht bergauf. Also die dachten ja, wenn Westen jetzt diese ganzen Sanktionen ausübt, fällt Russland. Das haben auch viele Russen gedacht. Aber es ist wohl nicht der Fall und deine Reise bestätigt das. Was ist der Fazit von dieser Reise? Muss man das machen? Sollte man das machen oder sollte man es lieber lassen? Also eins haben wir jetzt gemerkt, einfach das Auto nehmen, über die Grenze fahren. Weder in Litauen, haben wir von Leuten gehört, gab es schlimme Kontrollen, noch in Lettland, noch in Estland. Man kann über Finnland mit dem Auto fahren, man kann mit dem Flugzeug nach Kaliningrad fliegen, von Kaliningrad nach St. Petersburg fliegen, ohne Probleme. Also klar gibt es immer mal einen, der Pech hat. Das hattest du aber auch an jeder Grenze, Sergej. Du hast irgendeinen, nee, hat einen. Ist immer so. Ja, ich will nur sagen, du kannst natürlich, haben wir auch ein russisches Pärchen, schrieb mir, wir haben 13 Stunden warten müssen an der lettischen Grenze, fahrt bloß nicht. Dann haben sie die mal, wie du hast ja auch erlebt einmal. Wenn sie dich mal raussuchen und filzen, dann hast du mal Pech, dann wirst du gefilzt. Aber das gehört auch zu dem Job eines Grenzers. Die müssen sich auch mal irgendwen rausnehmen. Das sollte man nicht gleich persönlich nehmen, vielleicht auch mal an alle russischen Freunde. Nicht jetzt denken, der hat mich genommen, weil ich Russe bin. Nee, danach kommen 5 andere, die winkt er durch. Und dann holt er sich wieder einen raus. Also sprich, macht euch nicht verrückt. Fahrt einfach hin. Gar kein Problem. Und auch in den Ländern, Lettland, Dings, du kannst da mal russisch und du kannst da auch mal nett sein. Und wenn du, es ist doch immer so, so wie du in den Wald hinein lächelst,
lächelt der Wald zurück. Seid freundlich, sagt höflich Auf Wiedersehen und guten Tag und alle sind nett. Alle, egal in welchen baltischen, polnischen Ländern, sind nett. Wenn du Pech hast, gerätst du an den Idioten, das kannst du aber auch in Deutschland. Also fahren, hinfahren, mein Fazit, wirklich sich von der Sache überzeugen, nicht immer auf andere hören, was die von dem gehört haben, was der über das Land gesagt hat, wo er noch nie war. Selbst reisen verhindert Vorurteile. Mark Twain, du kennst es seit 16, immer die gleichen Sprüche. Fahrt hin, überzeugt euch von dem wunderbaren Russland. Ein Reiseland spannend, ein Land mit Herzlichkeit, Menschlichkeit. Sobald du freundlich bist und sagst Frieden, Druzhba, Mir, Deutschland, Russland, schütten sie dir das Herz aus, sind wunderbare Menschen. Lieber Gott, mögen wir, sage ich noch einmal Fazit, Menschlichkeit und Empathie von den Russen lernen, auch wenn es im Moment komisch klingt, weil dort dieser Konflikt ist. Aber die Menschen im Lande in Russland, alles wunderbar. Ich empfehle Russland seit 2015, seit ich da war, Sergej, mit dir und von dir damals diese Reise nach Moskau. Ich bin begeistert bis heute. Ja, Owe, ich glaube, ich weiß, warum die Russen dich so kontrolliert haben. Die haben Gas gesucht. Ja, da sind die Gegensanktionen. Nicht, dass du so zwei Kanister rausfährst. Aber wir haben jetzt viel gelacht, ne? Aber eigentlich die Zeit ist bitter ernst. Ne? Mhm. Und wir nehmen das auch ernst. Und manchmal lachen hilft ein bisschen über die Zeit drüber zu kommen und doch bis zum friedlichen Ergebnis die Zeit verbringen. Wie gesagt, es ist bitter ernst. Macht euch bitte alle Gedanken, wie wir diesen Konflikt auch in Deutschland lösen, damit Deutschland da nicht noch tiefer reinrutscht, weil irgendwann ist der Geduld bei Russen auch aus. Und wir haben ja auch diese ganze Aktion und auch mein russischsprachigen Projekt ist ja dafür gedacht worden, ist, damit die im Ernstfall, ne, also die Russen, die dann auf dem auf der Pistole abdrücken, dass sie doch vielleicht nicht so viel Hass empfinden und dann noch mehr, also mehr Menschen überleben, wie das im Zweiten Weltkrieg war. Weil wenn es zum Schuss kommt, ist alles vorbei. Und das wollen wir verhindern. Und ich bedanke mich und danke euch auch für diese Aktion. Das ist ja ganz wichtig in diesen Zeiten, noch wichtiger. Und das ist auch sehr mutig von euch. Ich danke euch sehr herzlich. Sergej, genau so ist es. Rebjata Davajce Zhic Druzhno hatte ich ein T-Shirt an. Nu Zayets Pagadi, Nu Pagadi hatte ich ein T-Shirt an. Die Russen freuen sich, wenn die Shirts sehen, lachen, wollen ein Foto machen mit einem. Freundschaft leben, auf die Leute zugehen, nicht nur in guten Zeiten Freundschaft leben, auch in schweren Zeiten. Das haben wir gemacht. Ne? Da muss man auch seine Freundschaft beweisen. Und ja, ihr Lieben, möge es friedlich werden, möge dieser Konflikt mit Reden, mit Diplomatie gelöst werden und nicht mit den Waffen, um Gottes Willen. Mögen diese Politiker eines Morgens aufwachen, irgendwie geläutert und sagen, um Gottes Willen, lasst uns diesen Konflikt friedlich beilegen, dass wir alle miteinander, mit Respekt auf Augenhöhe, in Zukunft Druzhba Freundschaft mit allen Menschen in Europa leben können und natürlich erst recht mit unseren russischen Freunden.